Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Yuseko. Wir sind zurück in Tropico 6 und ein neues DLC ist erschienen, das Tropican Shores DLC. Es ist nur eine Mission, aber wir starten in der ersten Zeit und von daher wollen wir auch sofort reingehen. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um das Video diesmal zu veröffentlichen, wie ihr schon festgestellt habt. Heißt nicht, dass ich das Spiel nicht mehr mache, sondern einfach, dass es zeitlich nicht wirklich möglich war. Die Mission dauert etwas länger. Und das habe ich zeitlich leider nicht so ganz unterbekommen. Muss ich ganz ehrlich sein. So, auf jeden Fall, jetzt kommt's. Wir bauen als allererstes das künstliche Riff hier unten hin und werden dann ein paar Plantagen bauen. Hier kommt auf jeden Fall schon mal eine Rumdestille hin, dass wir das eingezeichnet haben. Und jetzt machen wir mit den Plantagen weiter für, wer hätte es gedacht, für Zucker. Gut, dann hier Plantage 1. Da Plantage 2 und ein paar Straßen. Damit das hier oben funktioniert, die ziehen wir erstmal durch. Die ziehen wir dann hier mal runter. Hier fangen wir unten an, gehen darüber und haben damit unseren ersten Wirtschaftszweig auf jeden Fall schon mal vernünftig errichtet. So, dann geht es weiter. Wir brauchen mal noch zwei Transportbüros. Und das soll es auch für den Moment gewesen sein. Und wir warten einfach mal ab, dass wir jetzt hier die ersten Gebäude errichtet bekommen. Dafür stellen wir die Geschwindigkeit mal ein bisschen hoch und warten darauf, was die Krone als erstes von uns möchte. Hier können wir schon mal sagen, Mitarbeiter des Monats erforschen. Und da fällt mir ein, was wir auch noch dringend bauen müssen. Das wäre hier so eine Piratenbucht. Alles andere wäre doof, weil hier gibt es Angriffe. Das ist nicht gut. So. Das haben wir zu lang gebaut, kann man gleich abreißen. Holzfällerlager, Krone, kein Problem, das bauen wir euch. Also, Holzfällerlager nach hier oben. Und wenn wir das schon haben, bauen wir auch ein Sägewerk daneben, weil Planken wertvoller sind. Fisch herstellen ist auch wieder was wir machen können. Dann bauen wir eine Fischfarm. Ja, wir bauen eine Fischfarm. Fischfarm, Fischereihafen, so rum. Den so, wollen wir haben. Und auch den haben wir. Gut, dann geht's hier los. Wir werden sofort anfangen mit viele retten. Schatz, viele. So. Dann läuft das auch. Und jetzt können wir die ersten Aufgaben hier erledigen. Wobei, bevor ich das mache, möchte ich gerne noch ein vorbauen. So. Jetzt können wir die Aufgaben machen. Dafür gehen wir einmal hier rüber, wählen das Hausboot aus, können wir verkaufen. Und dann gehen wir hier auf die Ressourcen, Perlentaucher, einmal, zweimal. Ist für die nachfolgenden Aufgaben wichtig. Ich würde hier sogar nochmal die Prio draufsetzen. Und ich verlängere meine Mandatzeit, so dass wir immer um die 5 bis 6 Jahre Zeit haben. Gut, die beiden haben Prio, so war das alles gedacht. Fische werden gleich hergestellt, dann können wir hier auch mal eine Prio draufsetzen, weil wir darüber ja auch gut an Einwohner kommen. Das nehmen wir mal an, auch wenn es nicht so wichtig ist. Dann würde ich sagen, bauen wir mal zwei Luxusvillen. Einmal, zweimal. Einfach nur, damit wir auch die Wohnqualität erhöhen. Sie möchten einen Kerker haben. Das finde ich jetzt echt uncool, weil ich hasse den Kerker. Da gibt es aber auch eine Prio drauf. Gleich bauen wir alles mit Prio. So, hier werden wir mal die beiden Zusatzboote reinsetzen. Und damit können wir Perlen herstellen. Wenn wir jetzt mal in den Handel gehen, können wir feststellen, dass wir zwei von den, also Gold könnte ich holen, mache ich aber gerade nicht, aber dass wir zumindest Perlen und Rum auf jeden Fall schon mal produzieren. Gold gibt es auch, das haben wir hier unten auf der großen Insel, hier in der Ecke, nur würde ich das noch ein bisschen rauszögern wollen, weil auch die Transportwege hier extrem weit sind und das muss nicht sein. So, jetzt geht es darum, dass wir hier auf jeden Fall noch mal ganz gut Geld machen. Ich würde den Kerker abreißen, den will ich nämlich nicht behalten. Die Wohngebäude, ja, die werden noch gebaut. Holz ist ja fertig, Hausboot wird auch irgendwann mal gebaut.
Aber müssen wir uns jetzt erstmal nicht verrückt machen. Wir können hier noch ein Schleppnetz dran bauen. Brauchen wir aber nicht, weil wir die hiermit viel effektiver machen, die Meeresfrüchte. Dann würde ich lieber mal sagen, dass wir uns mal angucken, ob wir hier was verkaufen können, wie zum Beispiel den Rum. So, passt. Schiff, du bringst mich Money, 11.000. Ja, das ist doch schon mal ein Anfang. Es geht mir nicht darum, jetzt die Quest einfach durchzuprügeln. Wir bauen den Kerker wieder auf. Die kommen eh immer wieder und sagen, ey, bau doch wieder einen Kerker, ey, bau doch wieder einen Kerker. Wo sind denn meine Arbeiter eigentlich gerade? Hier fehlt Holz, das kann ich mir vorstellen. Hier könnten wir, nee, eine Baumschule geht das in den Weltkriegen. Ja, dann ist das halt einfach so. Einwohner. Wir haben nämlich 21 zu wenig. Überfall abgeschlossen, retten. Jetzt haben wir noch ein paar Einwohner bekommen. Tschüss, Schiff. Gut, und wenn wir das haben, haben wir die nächsten beiden Quests fertig. Ja, da sind sie. Und jetzt, da ist die Quest. Jetzt kommt die nächste, die haben wir auch abgeschlossen. Und jetzt müssen wir noch zwei Handelsrouten machen und rücken in die nächste Zeit vor. Dafür gehen wir mal ganz kurz ins Handelsmenü. Wir sollen den nämlich jetzt zu einem ganz beschissenen Kurs Meeresfrüchte verkaufen. Und wir sollen den zu einem ganz beschissenen Kurs Perlen verkaufen. Damit schalten wir noch zwei frei. Und wir verlängern die Mandatszeit. Und wir werden angegriffen. Deswegen habe ich so früh auch das vorgebaut. Mal gucken, ob wir die aufhalten. Sie werden auf jeden Fall direkt von uns erwartet, dass... Ah, jetzt fällt ihnen ein, oh, das Schiff hat's. Geht woanders hin. Wir nehmen wieder die Arbeiter, weil wir die dringend brauchen. Und den Kampf müssten wir gewinnen. Wir sind in der Überzahl und sollten auch stärker sein. Wir können hier noch die Verbesserung reinbauen, die Versorgungsinstallation. Damit können die nicht unter 30 fallen, wenn die hier arbeiten. Was auch unsere Zufriedenheit steigern sollte. Wir machen wieder 11.000, also ihr seht schon, Geld ist so nicht das Problem. Der Export mit der Krone, das sollte uns auch nicht aufhalten, weil wir ja Perlen und so ein Zeugs alles am Verkaufen sind. Wo, warte mal, ich guck mal ganz kurz, wie weit sind wir denn schon? Ja, die Perlen sind gleich schon durch und das müssen wir hier nochmal umstellen. Da warte ich aber noch ganz kurz darauf, dass die Perlen fertig werden und dann können wir das nämlich hier auf Muschelsammler ändern und dann werden hier primär nicht Perlen, sondern Meeresfrüchte gesammelt. Komm, eins können wir schon mal umstellen. So, gehen wir da mal ein bisschen Geld rein. Zirkus sehe ich jetzt auch nicht als so problematisch an. Den werden wir mal eben noch bauen. Dann sind die Leute ein bisschen happy und die Mandatzeit wieder. Jetzt sind wir über 7 Jahre. Da haben wir also keine Schwierigkeiten mit. Handelsroute wurde abgeschlossen. Finde ich gut. Und, oh ja, wir bauen den doch eh gerade. Chark, so schnell geht das. Und nochmal Arbeiter. Haben wir jetzt genügend, dass wir weiter bauen können? Ja, 14 fehlen noch. Das ist halt schwierig. Das sind fast 10%. Etwas mehr halt. Und wir würden euch am liebsten noch mehr rum andrehen. Und gibt auch wieder 9.000. Also ihr seht, wir kommen finanziell mit so einer kleinen Insel echt gut zurecht. Und deswegen erweitere ich auch nicht. Mit Gold dazu hätten wir jetzt auf jeden Fall mehr Probleme. Es ist doch nett, die Wahl zu haben, oder? Nee, ich brauche keine Rumdestille. Ich habe nämlich schon eine. Und da geben wir nochmal das Upgrade mit dazu, dass die weniger Zucker braucht und dadurch besser arbeiten kann. Wir warten jetzt eigentlich darauf, dass wir hier im Handel die Meeresfrüchte durchbekommen. Da fehlen wir noch 1.200. Und wir werden wieder angegriffen. Wir stellen die Fische her, natürlich. So. Dann werden wir hier nachher einen Hafen hinbauen, damit wir auf der Insel auch was bauen können.
ich habe nämlich nicht vor, so schnell jetzt nach unten zu gehen, aber das könnten wir sogar jetzt schon anfangen zu bauen. Da brauchen wir einen Transporthafen für. Es ist doch nett, die Wahl zu haben, oder? Export mit der Krone, ja, machen wir. Was drehen wir euch denn an? Hier, 200 Perlen. Dann kommt hier nochmal eine kleine Straße dazu. Ich hätte gerne ein paar Wohnhäuser dazu. Ein paar Holzfällers. Das sind die hier. Die können wir auf die Seite besser setzen, würde ich sagen. Eins, zwei. Mandatszeit. Ein weiteres Sägewerk. Das kann hier hin. Und dann haben wir die Insel auf jeden Fall auch schon einigermaßen unter Kontrolle. Ich nehme die Einwohner, weil wir ja jetzt gleich hier vorne auf jeden Fall wieder einige brauchen werden, sobald die Gebäude durch sind. Aktuell haben wir zwar keine freien Arbeitsplätze, doch es werden wieder welche. Aber ihr seht schon, ne, wenn das gebaut ist, wird das mehr. Die Insel kriegen wir gut verteidigt zum Moment, ne, im Moment zumindest. Und das machen wir. Die dürfte doch eh schon bei Null sein. Es ist doch nett, die Wahl zu haben. Nochmal einen Handel mit der Krone. Das ist erledigt. Und wir verkaufen euch. Ha. Nichts davon eigentlich. Warte mal, ist das nur ein Handel? Weil dann würde ich importieren. Ja, okay, dann importiere ich. Und zwar importiere ich Fleisch. Zack. Fisch erstellen schon wieder. Ja, machen wir. Würdet ihr denn mal langsam die Meeresfrüchte fertig bekommen? Wie weit sind wir denn hier? Ah gut, bei zwei Schiffen glaube ich noch. Ich bin über 6 Jahre, also nehme ich das Geld. Und hier haben wir immer noch nur Fleisch. Das war ja das, was wir gerade importiert hatten. Und nichts Sinnvolles. Der nächste Angriff. Gut, Planken produzieren wir gerade gut. Mais kommt auch mit dazu. Mal gucken, ob wir die Piraten abfangen oder ob die wieder durchlaufen können. Das gefällt mir nicht. Wir sollten hier noch ein Transportbüro hinbauen. Mehr, Gouverneur. Mehr. Immer mehr. So, war ja nur ein Handel. Den können wir auch auf Import setzen. Ja, läuft. Sobald wir halt jetzt hier die letzten Meeresfrüchte, das könnten sie sein. Schauen wir mal, wenn das Schiff kommt. Ich werde die Geschwindigkeit nicht hochsetzen. Ändert ja nichts. Und wenn wir da ein paar Tage länger warten, mein Gott, ist das halt so. Hat nicht gereicht. Ganz knapp nicht. Wir brauchen noch einmal Meeresfrüchte. Und hier liegen genügend. Mal gucken, wann sie die abholen. Jetzt haben sie es abgeholt. Das heißt, mit dem nächsten Schiff in 3 Monaten sind wir durch und gehen dann in die nächste Zeit. Beziehungsweise kommt noch eine Quest und dann gehen wir darüber. Wir nehmen wieder die Arbeiter. Oh, da sind wir in der Unterzahl. Macht was. Ist ausgeglichen. Könnten wir gewinnen? Oh, jetzt sieht es schlecht aus mit dem Gewinn. Gib mir mal neun Soldaten mehr Geld. Und ja. Annehmen, verlängern, joho, annehmen. Wir müssen jetzt so ein Gebäude bauen, das ist hier der Leuchtturm, den setzen wir mal per Sofortbau sogar hier hin und wechseln den Arbeitsmodus auf verwirrende Lichter. Und sobald wir das haben, die 12 Monate, müssen wir den Arbeitsmodus aktiv halten, dann haben wir die nächste Zeit erreicht. Bis dahin werden wir viel angegriffen, Holzfällerlager, ja weiß ich nicht, wir werden den Holzfäller schnell bauen, würde ich sagen. Nur damit wir wir können ihn irgendwo hinbauen.
Ich nehme das Geld, den reiße ich nochmal ab, weil wir eh keinen Platz haben. Die Bibliothek hätte ich schon gerne. Wo war sie da? Ich kann dahin. Einfach nur, weil es auch wichtig ist für unsere Forschung dann gleich. Oh, jetzt werden wir hier angegriffen. Das ist schade. Aber unsere Schiffe sind schon auf dem Weg. Arbeiter. Handel nehmen wir an. Werden den aber nicht abschließen mehr. Wie gesagt, wir sind in 3 Monaten eh aus der Zeit raus. Und unser Schiff ist da. Ja, wunderbar. 1 Monat noch. 7 Jahre Zeit. Alles im Griff. Ja, unsere Zufriedenheit. Ne? Das wird noch ein Problem werden, aber nicht jetzt. Ja, mein Herz hüpft. Okay. Alle Bürger, Berufssoldat, auswählen. Zack. Zack. Und wir machen weiter. Und werden eine Schiffswerft bauen. Einmal. Die Füße des Präsidenten sollten niemals das Wasser spüren müssen. So. Eine Yacht bauen, die eines Präsidenten würdig ist. Okay. Den Kampf haben wir gewonnen. Dann werden wir jetzt mal uns um unsere Freunde kümmern. Deswegen bauen wir jetzt hier mal noch 2 Botschaften. Die sind leider ziemlich teuer. Aber wenn die Bootswerften soweit sind, sollte das auch kein großes Problem sein. Das reparieren wir mal. Und bevor ich es vergesse, werden wir hier mal die Upgrades für die Baumschule reinsetzen. Dann können wir jetzt auch hier, glaube ich, die 2. Schicht, genau, das sind 10.000 für alle. Ist es mir aber wert. Gefängnis bauen. Ah, ärgerlich, aber gut, machen wir. Wir werden auf jeden Fall hier diesen Kram mal wieder wegreißen und dafür dann ein Gefängnis errichten. Das ist ja ein bisschen moderner. Entschuldigen Sie, Präsident. Export mit den Axis können wir machen. Ist eh mein Plan, aber hier sind die Allies. Und dann kommen hier auch die anderen Kollegen rein. So. Irgendwo wird gebaut. Ja, hier. Schiffswerft. Perfekt. Dann geht's da schon mal los. Das können wir mal annehmen. Und du möchtest Fleisch herstellen. Auch das nehmen wir an. Und machen das dann auch bei Zeiten. Aber noch nicht jetzt. War natürlich wieder sehr teuer. Jetzt müssen wir nur abwarten, dass wir hier auch die Planken bekommen. Schwerlastkran könnten wir machen. Werden wir auch machen. Sobald wir das Geld dafür haben. Sollte auf jeden Fall eine unserer ersten Aufgaben werden. Ich erwarte keine Einnahmen, dann kann ich ja nur positiv überrascht werden. Ja, jetzt im letzten Moment kommt ein bisschen Geld rein. Das ist das Problem jetzt mit diesen ganzen Transporten, wenn die immer von A nach B fahren. Deswegen ist es wichtig, dass wir viele Transportbüros dafür haben. Aber jetzt gibt es auch schon 7.000, Boote sind nämlich jetzt auch mit dabei. Und ich würde sagen, das merkt man auch sofort. Da können wir mal wieder auf Perlen gehen, weil Perlen einfach wertvoller sind. Wir stellen den Rum natürlich her. Wir sind ja eh schon dabei. Da sind Demonstrationen und ihr wollt eine bessere Gesundheit haben. Machen wir. Das ist auch nicht allzu schwierig zu erreichen. Es wurde bestätigt, dass unser geliebtes Maskottchen Captain Tropico. So, gucken wir mal. Ich glaube aber nicht, dass wir dafür genug Geld haben für bei, obwohl. Er wird erreichen, wenn wir eine haben. So. Dann hohe Prio. Wobei wir bauen, glaube ich, doch, wir bauen noch andere Sachen. Erstmal die Alliierten einladen und hier mal die anderen einladen.
Das wird. So, bin ich ja mal gespannt, wie lange das dauert, bis wir das hinbekommen haben. Was machen wir denn jetzt in der Zwischenzeit, außer auf Geld warten? Weil sich das auch, glaube ich, gerade einpendelt, ganz gut. Ja, wir haben die Quest geschafft. Ich nehme den Ruf. Hat mir null gebracht. Naja, was will man machen? Ärzte haben wir. Dann werden wir hier mal gleich die Betäubung noch erforschen. Check, da ist er. Und das sollte eigentlich schon ausreichen, um auf 21 Gesundheitsversorgung zu kommen. Hier können wir, warte mal, wir sind doch schon Brot am Verkaufen, ne? Ja. Das heißt, das können wir nicht machen. Rum läuft auch. Was haben wir denn sonst noch so? Hier, Perlen. 18.000. Zack. Dann können wir hier, glaube ich, jetzt gleich bei denen genau um Geld betteln. Damit sind wir nämlich mal wieder im Plus, ausnahmsweise. Dann können wir die mal loben. Dann können wir auch hier um Geld betteln. Und das hat uns auf jeden Fall schon einiges gebracht. Und ihr seht schon, wir kommen auf die 21 hin. Wir brauchen noch Fleisch, was für die Nahrung ganz praktisch wäre. Jetzt würde ich aber gerne erst einmal ein Zollamt bauen. So. Wir sind ja eh am Handeln und hätten dann halt den Vorteil, über das Zollamt mehr Geld zu bekommen. Ja, jetzt brauchen wir nur noch die 21. Und auch das sollte gleich geschafft sein. Und wir können mal gucken im Eimer nach. Der Glaube ist gerade das größte Problem. Da ist unsere Pflicht erfüllt worden. Das finde ich auch gut. Und dementsprechend werden wir jetzt das Ministerium noch bauen. Das ist sehr teuer, aber auch sehr wichtig für uns in diesem Spiel. Jetzt kommt's. Dann einmal bitte dahin. Hier werden wir mal die Einwohner dazu kaufen. Da wir ja mit Uni-Abschluss brauchen und keine Uni haben, sollten wir jetzt mal ganz dringend eine Feuerwehr bauen. Weil alles in Flammen steht. Aber andererseits nichts Wichtiges. Nächster Frachter. Da ist noch nicht viel Geld drin. Können wir schon wieder handeln? Hey, die sind auch ein bisschen pisst auf uns. Das ändern wir. Ist auch doof. Ich kann immer noch keine Feuerwache bauen. Die kosten mehr Geld. Leute, wenn ihr mir mehr Geld geben würdet, dann könnte ich mehr bauen. Und ihr werdet glücklicher. Das ist die beste Aussage für eine Steuererhöhung. Thema Steuererhöhung. Da könnten wir die hier mal bei Zeiten machen. So, ich habe das nur erforscht, ne? Nicht gemacht. Bootsverleih wäre das nächste, was ich hier haben will. Und das können wir auch dann, sobald wir das Geld haben, erlassen. Ich meine, ja, die beiden werden mir jetzt kaputt gehen. Ich kann das auf keinen Fall mehr retten. Weg ist sie. Ja, und dann soll auch die Baracke kaputt gehen, egal. Wir könnten mal gucken. Warum habe ich keinen Hinweis bekommen, dass ich keine Jagden mehr laufen habe? Kein Wunder, dass ich kein Geld mehr habe. Aber wir können im Ministerium mal schon mal was ändern. Und zwar... ja, dann sind die Religiösen ein bisschen glücklicher. Und ansonsten nehmen wir hier immer das Unterste. Weil ich hier eine Menge Schwarzgeld haben möchte. Arbeitsqualität erhöhen, na wunderbar. Da ist die nächste Demo. Die wollen mehr Glauben. Können wir auch machen. Dann jetzt erst einmal die Feuerwache. Oder auch nicht. Nehmen wir doch die Kirche, die ist günstiger. Ne, die kosten gleich viel. Euer
Urteilsvermögen ist gut. Ja, nehmen wir an. Ein Schiff noch, bitte. Ja, so ganz aus dem Minus. Das sind wir noch nicht. Müsste ja genau. Brauche ich nicht beschleunigen. War abzusehen, dass das von alleine geht. Die Kirche bringt mir mehr als die Kapelle. Deswegen habe ich mich erstmal dafür entschieden, die zu bauen. Damit ich den Glauben da schon mal höher kriege. Mal schauen. Und wir müssen auch auf jeden Fall auf die beiden hier ein bisschen aufpassen. Wie sehen denn unsere Handelsrouten aus? Wir haben auch keinen Platz mehr für neue. Aber Boote und sowas läuft schon. Ja, bringt uns ins Plus. Dann können wir doch noch die Kapelle daneben bauen. Gut, das sieht auch soweit gut aus. Dann gehen wir mal zum Broker und werden bei ihm schon mal sagen, dass ich gerne mehr Handelsplätze hätte. So. Mehr Quests für ihn. Könnte mich dann auch weiterbringen gleich. Es ist ja, es ist geschafft. Die Kapelle ist errichtet. Das stimmt. Schade, leider eine Blaupause und kein Money. Aber da kommt wieder gut Geld rein, würde ich sagen. Ich glaube, ist schon bei 19 von 22. Also da sind wir auf jeden Fall auch auf dem richtigen Weg. Tendenz steigend, der Rum ist gleich durch und wir haben immer noch kein Fleisch, was wir herstellen. Das muss ich mal gerade gucken. Kann ich denn Fleisch direkt so über eine Farm herstellen? Ja, ne? Ja. Ich brauche also nur eine Rinderfarm. Dann würde ich doch sagen, bauen wir hier hin. Ja, ich brauche nur ein Schiff. Ich brauche nur ein Schiff. Ich weiß auch noch nicht, ob wir die Straße verbinden können. Sehen wir aber jetzt gleich. Doch, ich komme raus. Perfekt. Dann ist auch das erledigt. Können wir das wieder aufbauen? Auch wunderbar. Wunderbar. Wir müssen was gegen unsere Obdachlosigkeit machen. Nee, es ist keine gute Idee gerade. Die ist zu ineffektiv aktuell. So, ich muss gerade mit einer Hand spielen. Mir tut der linke Arm ziemlich weh. Nehmen wir an. Kirchengebühr könnten wir erheben. Das wäre zwar nicht gut auf Dauer, aber bevor ich da was mache, ich wollte noch was anderes schauen. Ja, gib mir mal den Ruf. Ich will den nämlich doch langsam hochkriegen. Eine Image-Kampagne würde da helfen. Aber erstmal hier die ganzen letzten Plätze noch freischalten. Jetzt brauche ich nochmal 10.000. Ach, wir haben immer noch keine Feuerwache, ne? Upsi. Eine Hütte wurde zerstört. Wie traurig. Überfallspunkte. Als wenn ich die gerade nötig hätte. Raketen, die neueste tödliche Bedrohung aus der Luft. Ich glaube, ich reiße dieses Gebäude wieder ab. Das Tropico keinem Land der Erde eine Rakete wert ist. Das war gut mit Ihnen. Was das? Ja, ich reiße das Gebäude wieder ab. So. Nutzt ja nichts, wenn die eh nicht durcharbeiten können, ne? Ja, Strom haben wir noch nicht. Kriegen wir aber bald. Das nächste. Es ist schön, Güter herzustellen, nicht wahr? Nee, machen wir nicht. Das nächste, was wir bräuchten, wäre die Bank. Aber dafür müssen wir uns mehr im Plus aufhalten.
kann ich sonst für Geld machen? Ich will kein Gold bauen. Ich könnte Waffen produzieren, aber das wäre auch sehr teuer, das Unterfangen. Hier muss ich aufpassen. Die Genossen sind rastlos, Präsident. Nee, Autos für alle ist uncool. Ich muss mich mit den Alliierten besser stellen. Die wollen aber nur Scheiße kaufen. Das ist ein Problem. Hat mich nicht aus dem Minus gebracht. Ja, ich versuche, habe es letztes Mal mit Gold gemacht und da war ich auf jeden Fall besser aufgestellt, weil Gold ist ja auch noch sehr viel wert. Aber ich würde gerne auf die Goldinsel unten verzichten, aktuell noch. Verfassung kann aufgehoben werden, dann nutzt mir aber auch nichts, weil ich nichts ändern kann. Du möchtest... Ja, das können wir mal annehmen. Image-Kampagne. Ja, komm, machen wir mal. Hat mich nur auf 2% hochgebracht. Das war also doch nicht gut. Ich glaube, das war eine dumme Idee, aufs Gold zu verzichten. Weil in dieser Zeit kommen wir hier nicht weiter. Die Chance, dass mittellos und arme Bürger zu Rebellen werden, steigt um 10. Ich will aber... Andererseits habe ich aber auch schon genug Militär, um die Rebellen... Nee, lassen wir. Lassen wir. Unsere Rebellen sind immer Schrott. Naja, gut. Bringt jetzt auch nichts, wenn ich nicht aus dem Minus rauskomme. Ich weiß aber noch nicht, warum ich so tief da reinrutsche. Irgendwas stimmt nicht. Theoretisch müsste ich mehr Geld haben. Nur Freiheit zählt, Präsidente. Freiheit. Das können wir mal machen. Dafür muss ich aber was erforschen. Ich könnte, pass auf, wir machen mal hier eine Kirchengebühr mit rein. Kindergeld nicht. Dann werden wir hier Kirche und Staat, Audienz und Arbeitsmarktpolitik noch erforschen. Die schwimmende Nachbarschaft, die brauchen wir sowieso. Dann regeln wir das halt jetzt auf einem anderen Weg. Was für ein schöner Tag, Präsident. Ja, schade. Kann ich gerade nicht. Es war gut mit Ihnen gesprochen. War's das? Dann hier auf Outhead. Es ist ein großer Tag. Ich komme hier nicht über die 7%. Das ist doch nervig. Ich sehe mich halt noch nicht gescheitert. Ich würde gerne... Warte mal, ich kann auch hier Geld tauschen, oder? Wie rum ist das? Gebe ich Schwarzgeld aus und kriege dafür... Ja, ne? Ja, so rum läuft es. Okay. Hat mich gerade nur interessiert. 4000 ist halt nichts, ne? Also theoretisch total unnötig. Aber... Wie mache ich das ohne Gold? Ich komme halt einfach nicht aus dem Minus raus. Haben Sie die Aktienkurse gesehen, Präsidente? Yep, habe ich gesehen. Sieht nicht gut aus. Irgendwie gefühlt gerade das Schiff kam an und ich habe noch mehr Minus als vorher. Innenministerium. Was? Wieso seid ihr schon wieder alle raus? Wollt ihr nicht für mich arbeiten? Ich glaube, ich muss das Gefängnis wieder aufbauen. Hier, einstellen. Sind 13.000. Was wollt ihr? Wohnungszufriedenheit.
keiner gesehen. In einem freundlichen Gespräch. Ich sehe, dass unsere Forderungen unter 10.000 Schulden. Das heißt, wir hätten jetzt gerade einen Holzfäller oder sowas bauen können, ne? Also, da sind wieder 6.000. Haben wir es doch geschafft? Oder schaffen wir es doch? Oh. Muss ich halt auch alles erstmal wieder richtig einpendeln hier. Achso, das war, weil wir eine Handelsroute abgeschlossen haben. Was wiederum für uns sehr gut ist, da wir jetzt eventuell, die sind bei 50, das schaffen wir nicht, die sind, oh, warum nicht gleich so? Das heißt, wir traden jetzt mal mit den Alliierten Fleisch. Einfach nur, weil es Punkte gibt. Dann sind wir im Plus. Und können gucken, dass wir noch ein bisschen mehr ins Plus gehen. Hört auf sein Volk, Präsident. Ich werde den Fisch herstellen. Ah, das war dumm. Ich hätte das andere nehmen müssen. Weil ich da weniger Minuspunkte bekomme. Ich soll eine Kaserne bauen. Ach nee, komm, ihr vergesst das. Ich baue euch keine Kaserne dahin. Genug Militär. Ah, jetzt bringen auf einmal die Schiffe mehr Geld. Ich weiß auch nicht warum. Das können wir mal annehmen. Ich weiß nur nicht, wann wir es machen. Zucker ist immer noch ein Problem mit dem Rum. Warum ist das auf Monokultur? Ist er jetzt voll Kacke? Das heißt, wir müssen mal was anderes noch machen. Ich baue mal den, habe ich noch nie gebaut, den Handelsposten. Mal gucken, was das so ist. Ist doch ein neues Gebäude, oder nicht? Erstmal gucken. Supermacht, Alliierte. Ja. Ressource auswählen. Wir wollen an die. Weiß ich nicht. Was bringt mir das eigentlich? Ich gehe da jetzt einfach mal hin und sage, ich will den 1000 Fleisch liefern. Und was bringt mir das? Ob ich das jetzt über die Schiffe schicke oder damit? Bekomme ich dafür eine fette Belohnung oder so? Sind die dann besonders stolz auf mich? Das können wir mal annehmen. Ich brauche Ihre Hilfe, Präsident. Nee, will ich nicht. Wie steht ihr denn zu mir? Oh. Die Zeit, in der ihr mich liebt, ist vorbei. Aber gut. Ich werde euch gleich nochmal loben. Und dann sind wir wieder Buddies mit den Achsenmächten. So, ihr heult hier oben rum, weil ihr... Oh, Wohnung ist scheiße. Ach komm, ich bezahle euch, bevor ich die Wohnung verbessere. Jeder hat Freunde. Ja, das hatten wir angenommen. Müssen wir jetzt... Ah, wir müssen zweimal Nickel herstellen. Das ist aber nicht so riesig, das Problem. Moment. So. Und so. Dann haben wir hier schon mal eine Straße. Denn, ich will sowieso hier in die Richtung. Mach das mal so rum, damit ich hier auf jeden Fall nochmal quer gehen kann. Und dann habe ich hier oben, wenn ich mich nicht irre, nämlich Nickel. So. Gut, dann klappt das mit dem Nickel. Dann nochmal zum Broker. Da würde ich nämlich gerne nochmal so das ein oder andere freischalten. Das hier zum Beispiel.
Und dann schalten wir hier nochmal ein paar Sachen frei. Entschuldigen Sie, Präsidente. Ich habe einen kleinen Auftrag für Sie. Hört auf mit so einer Scheiße. Kirchengebühr, hatte ich die Verordnung nicht schon erlassen? Ah ne, habe ich nicht. Jetzt aber vorgeschriebene Siesta. Können wir auch mal freischalten. Und das sollte Geld bringen. Sind Sie die ganzen... Es ist zwar... So. Erhöht die Unterhaltskosten für Transporteure, Touristenhäfen und Hafenanlagen um 50%. Boote, Frachter, Touristen und Transporte sind 5% schneller. Das weiß ich nicht, ob sich das wirklich lohnt. Da überlege ich halt jedes Mal. Die Farm. So. Was können wir machen? Die Rebellen Tropicos konnten heute einen spontanen Vandalismuswettbewerb für sich entscheiden. Sie besiegten die hiesige Staatsgewalt. Ja, das mit den Wohnungen ist wirklich so ein Problem, ne? Wir werden jetzt aber auch militärisch mal wieder aufbauen müssen. Überfälle sind frei, dann werden wir mal ein paar Schatzjagden noch machen. So. Wird Nickel langsam hergestellt? Immer noch nicht, weil das einfach nur noch ein bisschen dauert. So. Geringeres Risiko. Wir werden dann das Kabarett bauen, ja. Da bin ich auch mit einverstanden. Was ist das hier? Und einmal hier hinbauen. So. Unser Geld ist im Umlauf, Press. Ja, die ersten Sachen leveln auf. Forschung gibt's nichts Sinnvolles. Doch, da gibt's was Sinnvolles. Und zwar können wir mal hier die schwimmende Nachbarschaft errichten. Nur kostet die, glaube ich, sehr viel. Egal. Wir fangen mit einer an. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir hier dann auch wieder schneller ins Plus kommen. Zwei Aufgaben sind gleich erledigt. Gut gemacht, Präsident. Danke. Ich nehme mal normales Geld. Komm, mach dir Nickel fertig. Ist keine gute Idee. Jetzt, warte mal, es fällt mir was ein. Hier gab es doch. Das habe ich nie gebaut. Irgendein Gebäude, was dafür sorgt, dass die Leute mich cool finden. Fertig? Warte mal, erstmal hier. Dann können wir nämlich hier die letzten Sachen freischalten. Jetzt haben wir hier alles. Was sagen Sie? Demonstration hat begonnen. Was wollt ihr? Glauben? Ich glaube nicht. Wir verhandeln aber mal darüber. Hier. So wichtig war euch das also, ja? Warum ist das Sägewerk kaputt? Bauen wir wieder auf. Genau, wir haben hier eh zu wenig drin. Machen aber mal den Kran, damit die Effizienz steigt und die Arbeitsqualität verbessert wird. Das ist okay. So, wo geht's weiter? Ich glaube hier unten dann gleich. Zunächst einmal haben wir aber noch etwas anderes zu tun. Und zwar brauche ich jetzt hier einmal, zweimal, dreimal, viermal. Was ist das? Können wir annehmen. Einen Überfall kriegen wir irgendwo mal dazwischen. Hat ja auch Zeit. Dann machen wir hier so eine Beute. Ich nehme die hier mal raus. Dann geht das ein bisschen schneller. Und so. Na gut, weiter geht's auf jeden Fall jetzt hier mit einer Straße. Ja, ich habe mit sowas fast gerechnet. Dann machen wir das mal so. So. Die sollen hier auch eventuell mal ein paar Unterkünfte haben.
So, zwei Stück müssen reichen. Kann mir nämlich nicht mehr leisten. So, ja, oh, voll besetzt. Strom gibt's noch keinen. Soweit sieht das aber sonst ganz gut aus. Schiff hat Geld gebracht. Fisch herstellen. Wie sieht das arbeitstechnisch aus? 25 brauchen wir plus die gleich hier drin. Das sind aber nicht so viele. Ja, knapp 30 Leute brauchen wir. Haben aber gleich den Fisch hergestellt. Dann benötigen wir jetzt auch dringend weitere Transportbüros. Brauchen wir mal direkt drei Stück. Die Geldbegrenzung hat mir das nämlich gesagt. Verteidigungsministerium ist leer. Das müssen wir ändern. Oh, da ist sogar was mehr leer. Dann hier einmal einstellen und den Broker-Kandidaten einstellen. Der Bootsverleih steigert sich auch. Und das Außenministerium ist leer. Habe ich das nicht gerade erst eingestellt? Was soll denn das? Okay. Wenn es sie glücklich macht. Nehmen wir mal an. Und nehmen wir an. Haben wir den Kokosnussernter eigentlich gebaut? Warte mal, wir haben hier noch das Sägewerk stehen. Der ist eh ziemlich, obwohl Effizienz 92%, so schlecht ist er gar nicht. Eine gute Tat, Präsident. Gut, nicht genügend Planken, dass sich das lohnen würde, einen zweiten zu bauen. Nicht genug. Doch, wir haben genug Planken, wir könnten eine zweite Schiffswerft bauen. Machen wir. Gebäude, Schiffswerft, jetzt geht doch eine zweite klar. Die kommt dahin. Und natürlich auch an die Straße dran. So, bitteschön. Gut. Ihr dürft sie errichten. Okay, die sind hier noch am Bauen, jetzt kommen sie. Ich könnte natürlich mehr Baubüros bauen, aber wozu? Nur weil das dann ein paar Sekunden schneller fertig ist, das ändert, nutzt hier nichts. So, was aber vielleicht was nutzen würde, wäre, wenn ich mit denen nochmal rede und sage, ey, mir gefällt euer Geld, ich will den auch haben. So. Los, mal fertig. Mehr Boote. Darauf warte ich auf jeden Fall jetzt. Ich kann aber schon mal den Kran dann auswählen, dass ich den direkt upgrade. Habt ihr jetzt aufgehört zu bauen? Nee. Sah nur so aus. Ich dachte schon. Gut. Dann auswählen. Und dann passt das auch. Können wir annehmen. Meist ist okay. Das mit dem Zucker gefällt mir halt gar nicht. Hier geht die Effizienz langsam wieder hoch. Da auch. Und hier ist noch alles voll. Finde ich gut. Also, hier die Ecke haben wir zumindest angefangen zu bauen. Das heißt, wir machen hier direkt mal weiter mit einem Stahlwerk. Das kommt bitte hierhin und hierhin. Dann fehlt uns, das können wir direkt mit in Auftrag geben, würde ich sagen, nämlich die Waffenfabrik, aber da haben wir wieder kein Geld für. Da demonstrieren die schon wieder. Was habt ihr eigentlich für einen Auftrag? Der Glaube ist schlecht, ja. Dann glaubt an was anderes. Aber wir bezahlen sie einfach. So, wo machen wir weiter? Wir können jetzt
Zigarren produzieren wir noch nicht. Planken verkaufen wir, glaube ich, nicht. Waffen. Aber ich will die nicht importieren. Das ist nichts Sinnvolles bei. Ich sehe, dass unsere Forderungen erfüllt wurden. Nimm das Geld. Ich habe nichts gegen den großen Boss. Aber man kann keine Eintrittskarten für die Kirche verkaufen. Ich habe es versucht. Seien wir ehrlich. Jeder Penny, der für gute Zwecke ausgegeben wird, ist verschwendet. Profitgeschäfte sind immer der richtige Weg. Gott mag ihre Blasphemie vergeben. Das ist so schrecklich. Aber für mich war Vergebung immer der schwierigste Teil meiner Religion. Herr Präsident, ignorieren Sie diesen Boten des Mammon und investieren Sie in Geschäfte zum Wohl der Menschen. Und was, die nächste Demo? Wofür bezahle ich euch eigentlich, wenn ihr eh sofort zurückkommt? Und vor allem, das werden immer mehr. Ich mach das. Und zwar werden wir jetzt mehr eine Kirche bauen. Wir haben doch da schon eine. Dann kommt hier noch eine hin. So. Da können wir mal auf schneller Bau gehen. Das machen wir auch mit der Kirche. So. Dann sollte das mit dem Glauben hoffentlich wieder ein bisschen besser werden. Ja, wie immer, Polizeiwache haben wir doch schon angenommen. Läuft doch schon. Entschuldigen Sie, Präsident. Ja, Export mit den Axis? Machen wir. Diesmal vielleicht was Sinnvolles. Es gibt nichts Sinnvolles. Klingt hart, aber ist alles Schrott. Kohle haben wir nicht, Stoffe könnten wir machen. Da wir eh nachher Stoffe brauchen. Und wir haben Zeit für den Export mit denen. Wir könnten hier mal Nickel exportieren, damit wir die auch ein bisschen weiter... Lohnt sich das überhaupt? Nö. Ja doch, mit den Allies müssten wir eigentlich was machen. Ich bin der Broker. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber ich benötige zu diesen Angeboten recht schnelle Entscheidungen. Gut, dann sind wir bei denen auch wieder besser aufgestellt. Was haltet ihr davon, das mal zu löschen? Verringert die Zeit, die Feuerwehrmänner zum Löschen brauchen. Das sollten wir vielleicht dann auch mal irgendwann upgraden. Da steht ja schon Feuerwehr vor. Der Glaube geht runter anstatt hoch. Why? Pass auf. Ach, schlecht. Warte mal, deswegen ist das mit dem Glauben so scheiße. Religionsfreiheit. Frührente. Deswegen sind alle so unhappy. Die wollen glauben. Kannst du keinem erzählen, ne? Arbeiter, wie viele fehlen mir? 53, okay, das ist sehr viel. Warum ist das Spiel eigentlich pausiert? Was habe ich denn da schon wieder gedrückt? Ich wundere mich die ganze Zeit, dass nichts weitergeht. Demonstrahiertheit hat begonnen. Wie soll ich mit euch verhandeln? Ich bin doch schon dabei. 16. Aber gut, Glaube geht hoffentlich jetzt gleich hoch. So, das können wir reparieren. Ich brauche Arbeiter. Dann werde ich mal... Ich glaube, ich kaufe die einfach. Und ich muss noch Kokosnussernte bauen. Den haben wir aber hier, ne? Das ist ein ganz einfaches Gebäude. Das werden wir... Oh, da unten ist viel grün. Ich brauche nicht viele. Da kriege ich keine Straße mehr vernünftig hin. Benötigt mehr Kokospalmen in der Nähe. Ja. Kriegen wir das dazwischen? Nö. Gibt keine Kokosnuss. Da kriege ich, glaube ich, keine Straße rum. Da oben wäre ein Kokosnuss. Ja, tut mir leid, ne? Dann muss das Ding hier hin.
Oh, guck mal, da kommt wieder einer, den sie nicht aufhalten wollen. Egal, Waffenfabrik, du kommst bitte hier hin. Ein guter Anführer hört auf sein Volk, Präsident. Wir nehmen die hier, Forschung, auswählen, starten. Verringert die Effizienz von Unterhaltungsgebäuden, erhöht die Effizienz aller anderen Gebäude um 10, senkt die Sicherheit um 10. Okay, kann man machen. Ausnahmsweise mal. Forschung, was können wir denn sonst noch so Schönes erforschen? Nix, alles doof. Sehr gut, sehr gut. Ja, ja, alles sehr gut. Jetzt können wir gleich Waffen produzieren. So, hier werden wir mal noch 1, 2, 3, 4. Dann Unterhaltung, Restaurant, das kommt mal dazwischen. Dann bauen wir hier noch eine Straße drumherum. So, und wir werden hier einen Arzt brauchen. Warte mal, wenn wir das auf Schnellbau setzen, kann ich hier für die eine Quest, wo ich die Gebildeten einstellen muss, irgendwo hatte ich die noch offen. Das mit dem Glauben scheint zu funktionieren. Gebt da mal mehr Geld rein. Danke. Ich würde es halt gerne schaffen, weil die sonst einen riesen Stress machen. Ich hoffe mal, dass das wirklich aufgeht. Kokosnüsse kommen. Die Genossen sind rastlos, Präsident. Bildungsministerium einer von den Kommunisten. Das machen wir mal. Ich nehme den Ruf. Da fehlen noch 2 Punkte. Wenn es so weitergeht, kriegen wir das aber hin. So, und hier war Bildung mit einem Kommunisten, das wäre der hier. Okay. Und hier hätte ich gerne wieder den Broker drin. So. Widerruf 21 Hammer. Da brennt es schon wieder. Ein Punkt fehlt mir noch. Mach mal fertig hier. Und dann sollten wir uns, glaube ich, gleich auch ein bisschen an die Universitäten ranmachen. Oder eher an die Highschools erstmal. So, da ist es erledigt. Sehr gut. Dann sollen wir jetzt aufhören, drum zu nerven. Der Glaube ist immer noch mit 21 mit Abstand das Schlechteste. Aber steigend. Danach kommt die Wohnsituation und der Spaß. Dann würde ich doch mal vorschlagen, dass wir schon mal anfangen, etwas für den Spaß und für die Wohnsituation zu tun. Da ist am besten... Meine Gemeinde wurde mit Glaube, Hoffnung und Wohltätigkeit. Ja, das nehmen wir mal an, weil das haben wir eh gleich. Und ich hoffe, dass ich auch an Ihre Wohltätigkeit glauben kann, Präsidente. Was hat mich so viel Geld gekostet? Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwo Geld rausgeht und ich nicht weiß, wofür. Eine Rebellion ist im Gange, Präsidente. Wenn diese Rebellen so versessen auf eure Aufmerksamkeit sind, die Bürger verlangen nach Wahlen, Präsident. Es hat den Anschein, als wollten sie mitentscheiden. Ich glaube, das schaffen wir auch so. Wie egoistisch. Ja. Was schafft der Palast? Die Auserwählten, für die keine Entbehrung untragbar. Loben und Geld. Wahre Bürger Tropicus, eure dann haben wir gleich noch mit der Verordnung Möglichkeiten, was zu regeln. Ja, an den beiden wäre ich interessiert. Und ich bin aktuell die Wahlen am Gewinnen. Haben Sie die Aktienkurse gesehen, Präsident? Das ist ein guter Hinweis, weil ich wollte eh eine Bank bauen. Ich habe das voll vergessen. Dann bauen wir die mal hier oben hin. Das können wir auch relativ... Ah, das wird eh automatisch schnell passieren. Wobei ich setze da doch mal eher eine Beschleunigung drauf. Wer demonstriert,
gute Tat, Präsident. 44% Zustimmung. Okay, jetzt brauchen wir noch Bananen und wir brauchen auf jeden Fall Gummi. Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Präsidente. So sollten wir das doch eigentlich gleich gewinnen. Das ist immer noch nicht gelöscht. Was braucht hier so lange? Können aber nicht viel machen. Oh, es ist auch nur ein Feuerwehrmann da. Habe ich so wenig Arbeiter immer noch? 54 fehlen nach wie vor. Hm. Dann sollten wir vielleicht noch mal viele Leute retten. So. Weil ich muss langsam auch gucken, dass ich hier mal ausbaue und weiter. Geldtechnisch sind wir, glaube ich, ganz okay aufgestellt. Wir ändern mal gar nichts, weil gerade passt alles. Nö, freie Wahlen. Da bin ich Fan von. Annehmen, Luxusvilla können wir bauen. Setzen wir mal hier oben hin. Und wir brauchen noch mehr Wohnen. Aber die sind alle mittellos. Warum? Die haben doch einen Job. Wir haben doch keine Arbeitslosen. Ja? Also drei Stück. Wie können wir die ganze Zeit so viele Mittellose haben? Kann ja wieder nur sein, dass sie das Geld für irgendeine Scheiße ausgeben. Ein guter Anführer hört auf sein Volk, Präsident. Wir gehen auf die glückliche Kindheit. So. Und ändern. Nein, ob das so gut war. Achso, ich habe die Wahl ja schon gewonnen. Alles gut. So, die Arbeiter kaufen wir uns. Das hört sich immer an, ne? Wir können hier Effizienz. Finden die Ökos natürlich cool. Desto besser, nicht wahr? Noch eine Luxusvilla. Habe ich da nicht gerade erst eine? Okay, bauen wir halt noch eine Luxusvilla. Wenn so viele Leute das sich leisten können. Nee, Strom will ich da nicht reinhaben. Dann geht's jetzt weiter. Warum produziert ihr so langsam? Warum sind die Arbeiter alle nicht da? Ah, die müssen erst hier hin. Die haben wir ja gerade erst bekommen, nehme ich an. Hier sind auch keine Arbeiter drin. Dann holen wir uns die doch. Das Gebäude benötigt Strom und senkt den Kohleverbrauch. Das wäre natürlich langfristig ganz gut. Ja, wir brauchen eh jetzt gleich ein Kraftwerk. Dann können wir das eigentlich schon mal direkt hier hinsetzen. Und fangen dann an und bauen noch mal ein paar Plantagen. Wir starten hier mit einer Gummiplantage. So, Sofortbau. Auf Multi und alle Sachen. Dann hätten wir gerne die nächste Plantage. Da hatten wir doch irgendwo Ananas, oder nicht? An die Bananen. Wir fangen mit Baumwolle an, die ist wichtiger. Sofortbau. Multikultur und beide rein. Dann hätte ich gern die nächste Plantage. Das können dann jetzt die Bananen werden. Dort kommt dann auch eine Multikultur und alle Upgrades rein. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich freue mich. So, so. Und so. Ja, wenn wir noch zwei länger machen, kann ich vielleicht hier. Ich würde gerne ein Theater bauen, weil ich einen Verdacht habe, dass der Spaß bei mir sehr niedrig ist. Jetzt hätte ich gerne hier noch einen kleinen Hafen, Transporthafen, dahin. Und dann hätte ich gerne noch mal ein paar Wohnhäuser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. So. Können sich Zeit lassen.
Und ich würde gerne. Was mal. Doch, wir können. Ich brauche die Ölplattform, nicht den Ölturm. Aber den können wir auch bauen. Es ist ein großer Tag. Okay, das mit den Gebildeten läuft auf jeden Fall. Die beiden Aufgaben geht auch. Leder exportieren. Wir produzieren ja gar kein Leder, aber dafür könnten wir doch jetzt eine Farm bauen. Die könnte dann über die Crocodiles Leder produzieren. So, dann heißt das hier das Zeug ausbauen. Kettenhandschuhe für die Arbeitsqualität. Da sehe ich mich. Also, Strom wird jetzt auch produziert, sobald wir hier Kohle haben. Das heißt, wir bauen mal unsere. Ne, wir sind noch nicht ganz durch. Wir brauchen noch eine Textilfabrik auf jeden Fall. Die kann hierhin. Wie ist denn die Auslastung? Wenn wir genug Arbeiter hätten, die auch arbeiten würden, dann ginge das besser, wa? Weil Waren haben wir ja genug hier. Ein weiterer Tag. Das war gut mit. Ja. Ich habe die noch nicht einmal arbeiten sehen, wenn ich ehrlich bin. Hier erstmal überall eine zweite Schicht rein. Ich kann mir nämlich vorstellen, wie viele Arbeiter brauchen wir denn, meine Güte? Das wird ja nicht weniger. Beschäftigt. So. 36 jetzt auf einmal nur noch. Okay. Präsidente, die Arbeiter haben ein Anliegen. Das können wir machen. Eine Konservenfabrik sollte machbar sein. Wir haben ja eh jetzt inzwischen den Strom. Dann machen wir mal Schnellbau draus. Und dann schauen wir mal. Fisch, Ananas. Hatte ich jetzt eine Ananas? Ne, habe ich nicht gebaut, ne? Ne, natürlich nicht. Vielleicht kriege ich da unten ja noch eine Ananasplantage hin. Eine Plantage mit. Ah, guck mal. Sieht sogar ganz hübsch aus. Mono, Multi und das wechseln, das wechseln. Eine Straße daneben. Sind nicht voll besetzt, die Wohnhäuser. Und wir brauchen immer noch 44. Ja, gut, wir haben jetzt auch eine neue Plantage gebaut. Arbeitet hier mal einer? Oh! Fakt oder Fiktion? Tropikos Wissenschaftler sagen, wir begreifen die Physik nicht. Der Palast sagt, strengt euch gefälligst an. Wollen wir da einfach noch eine zweite nebenbauen, weil die Waffen ja. Oh, warte mal. Die sollten die mal vielleicht ein bisschen besser behandeln. Das können wir mal machen. Dann hier wieder überall den Broker rein. Ich habe nichts gegen den großen. Dann würde ich eine Feuerwache bevorzugen. Weil die eventuell sogar Sinn ergibt. So. Und dann kommt da noch ein kleiner Laden hin. Einmal da. Dann einen ja, da. Und wir haben ja hier hinten auch noch einige Wohnhäuser. Wo ich. Oh, da brauchen wir Leute für unsere Gesundheit. Kann ich den irgendwie. Ja, ja, endlich, ne? Hat lang gedauert, bin ich ehrlich. Feuerwach wird gebaut. Check. Es ist schön, Güter hier. Fisch können wir leicht herstellen. Da brauchen wir nichts raus. Und ich würde mal sagen, wir müssen versuchen. Zigarren habe ich keine. Baumwolle habe ich. Aber das wird in Stoffe verwandelt. Das heißt, wir können dann nur Gummi verkaufen. Dem können wir nochmal Fisch verkaufen. Das kostet uns zwar was, aber egal. Oh, Waffen. Zack. So, jetzt müssten die ja mega happy sein. Den können wir mal Bananen verkaufen. Zack. Dann gucken wir uns mal an, wie es denn mit unserem Battle-Status steht. Das funktioniert. Ah, da können wir jetzt gleich battlen. Aber gut.
Geld geht auf jeden Fall gerade stark nach oben. Die Zufriedenheit ist auch einigermaßen in Ordnung. Dann gehen wir doch mal in die Yachtwerft über und die kostet uns 25.000. Haben wir ja. So, Stoffe. Wolle oder Baumwolle. Hatten wir aber gebaut, ne? Das ist Banane. Genau, ist Baumwolle. Tja, nee, verbessern geht nicht. Und hier, ja, da wohnen überall welche drin. Na, dann nicht. Hat Zeit. Okay, wir brauchen dringend Leute mit besseren Abschlüssen. Gib mir mal den Ruf. Und ja, vielleicht wäre eine Universität doch nett, wenn wir eine eigene hätten. Oh, die sind beide voll. Wisst ihr, was das heißt? Schiffswerft 3. So. Wenn die schon voll sind, dann sollen sie es zu Schiffen verarbeiten. Gut, Brokey Monkey. Ich bin der Broke. Es gab nichts Illegales. Naja, nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es Gesetze bricht. So, den Ruf und das. Und ein Überzeugungsgespräch, wenn ich eine Aufgabe nicht erledigen will. Also, wir machen... Ich nehme das hier. Das war ein Restaurant, habe ich, glaube ich, ausgewählt. Ansonsten würde ich eh eins bauen wollen. Das passt schon. Eine gute Tat, Präsident. Ja, eine gute Tat. Jetzt müssen wir nur noch unser Schiffchen auswählen. Und das dürfte irgendwo wieder da sein, wo ich es nicht suche. Da ist es. Na, na. Gut, wie viele schwimmende Nachbarschaften haben wir denn? Zwei. Das heißt, wir müssen noch eine mehr bauen. Ist das? Das können wir doch hier einfach über Copy machen. Die setzen wir dann mal hier hin. So. Können wir Schnellbau machen. Und dann wählen wir hier mal Tante Emma Laden. Hier wählen wir einen Hausarzt. Und ich meine, hier unten steht die letzte. Da wählen wir dann den lokalen Kaplan. Damit kriegen wir dann hier auch die drei Möglichkeiten rein. Ist ja jetzt hier die Aufgabe, drei Stück zu bauen und alle Arbeitsmodi jeweils für 12 Monate aktiv zu halten. Und wir können dadurch den Fortschritt unserer Yacht erhöhen. Habe ich doch gebaut, genau. Fertig? Ja, scheinbar. So, hier ist es wichtig, dass ihr das Gebäude anklickt und nicht das Schiff, um zu sehen, wie weit es ist. Fand ich selber ein bisschen komisch, aber ja, es gibt schon Sinn, weil die Werft baut das Schiff ja und nicht das Schiff baut sich selbst. Und wie ihr seht, haben wir hier schon einen Großteil der Waren auch eingelagert. Ich werde natürlich eine großartige Rede halten. Ich erkenne die Gesundheitsversorgung als problematisch an. Ich finde, dass die Religiösen klasse sind. Keine Supermacht ist schuld und Versprechen tue ich euch erst recht nichts. Und ich halte die Rede. Ich baue eine Klinik. Ja. Eine Klinik, die bauen wir. Und zwar irgendwohin. Da oben sind viele Simulanten. Sofortbau. Und auch hier hätte ich gerne mal überall die Betäubung drin. Ich wusste, dass Sie das Richtige tun. Und Ruf. Wir sind bei 60% Zustimmung. Je größer, desto besser, nicht wahr? Das nehmen wir auch mal an. Neues Theater für ein bisschen Spaß. Können wir machen. Setzen wir mal hier hin. Da ist nämlich kein Spaß in der Ecke. So. Hat Zeit. Ich muss aber mal sicherheitshalber gucken. Genau, 44 Arbeiter. Wir kommen da nicht wirklich von weg. Aber solange es auch nicht mehr wird, würde ich sagen, ist das erstmal okay.
Die kommen zurecht. Da ist die Quest erledigt. 72% Zustimmung. Ich nehme die Yacht, nur damit es schneller geht. Muss man nicht unbedingt. Können wir mal mehr Geld reinstoppen. Und jetzt können wir mal in der Forschung was nachschauen. Und zwar, wie geht das erst im nächsten Zeitalter? Gut, dann hat sich das eh erledigt. So. Ich soll ein schwimmendes Restaurant bauen. Machen wir. Da ist es. Und das geht direkt hier hin. Sofortbau. Ausbauen. Beides. Ich nehme nochmal die Yacht. Einfach, weil ich es gerade kann. Und wenn wir das Schiff dann fertig haben, geht's ins dritte Zeitalter. Und da muss ich sagen, das finde ich persönlich am schwierigsten. Weil, ich weiß nicht, es irgendwie da seltsam ist mit den Finanzen. Die schwanken da so unglaublich heftig, das ist teilweise nicht feierlich gewesen. Gut, ich habe aber jetzt ein bisschen versucht, mehr auf Wirtschaft zu spielen. Wir stehen noch ziemlich gut da. Ich hätte gerne Bildung von Kommunisten, das können wir machen. Hat ja keine Auswirkung auf den anderen. So, und den Kommunisten einstellen. Da sind sie happy. Gib mir Ruf. 69. Haha, 69. Eine Baracke wurde zerstört, ist mir doch egal. Aber wobei, wir gucken mal, wo steht sie. Durch irgendeinen Grund, die ist wohl zusammengefallen, Altersschwäche oder so. Nein, freie Wahlen bei 68%. Ist ja nicht mal annähernd eng. Ist die letzte Wahl, bevor wir dann ins neue Zeitalter wechseln. Kaufen wir sofort neu. Oh. Ja, easy natürlich. Nicht von der Sorte, die die Arbeiterschaft dezimiert. Ja. Ja, mit 76% die Wahl gewonnen. Also, das ist ja mal. Okay. Oh, ich kann die Effizienz erhöhen. Als wenn das irgendwas bringen würde. So, ja. Wollen wir noch ein paar Schatzjagden starten? Manchmal mache ich mir Gedanken über ihre Beichte. Ja, wir bauen dir noch ein Kapellchen. Können wir hier eins hinbauen? Ja, guck mal. Ich wusste, dass sie das richtig. Ja. Boote, easy. Und Baumwolle herstellen. Easy. Und wir müssen mal ganz schnell gucken, bevor wir jetzt gleich fertig sind. Geld. Loben. Geld. Ich meine, bevor wir jetzt in die neue Zeit gehen, können wir die ja noch mal ein bisschen ausbeuten, ne? Hier würde eine zweite Farm fehlen, aber da will ich mich jetzt auch nicht drauf stürzen. Wir stehen auf jeden Fall gut genug da für die neue Zeit. Mach das Schiff doch mal fertig hier. Ja. Ich kann mir vorstellen. Fertig? Was? Ich bin immer fertig mit den Nerven. Ich kann mir vorstellen, dass wir zu wenig Transportbüros haben. So. Das war gut mit den. Ja, wir wollen ja nicht am Ende wieder da stehen und Probleme haben. So. Präsident, ja. Außenministerium militärisch. Ja, ja, ja. Wenn es sein muss. Dann gucken wir doch mal.
Das ist auch gerade leer geworden. Dann können wir das mal machen. So, zack. Angriff. So einfach, weil es besser ist, glaube ich. Damit wir mal unsere eigenen hier zusammenkriegen. Okay, wir können hier sonst noch nichts machen. Dann stellen wir hier auch noch mal ein paar ein. Die sind alle leer, ne? Wir brauchen überall Arbeiter. Warum auf einmal wieder so viele? Was ist da passiert? Warum brauchen wir jetzt so viele, hä? Was ist da los? 82 wird immer mehr. Vor allem viele dumme Menschen. Ja, ist wohl keiner dumm genug, diesen Job auszuüben. Naja. Dann werden wir mal viele retten. So. Ich will keine Strafkolonie machen. Können wir machen. Wir produzieren ja welche. Ah, das Schiff dürfte durch sein, ne? Dann geht's in die neue Zeit. Das nehmen wir schon mal an. Rücke vor in den Kalten Krieg. Jetzt gehen wir mal... So, und tatsächliche Teilung bestätigen. Dann Forschung, ganz wichtig, auf die diplomatische Superfeier. Die erlassen wir, die Verordnung. Dann Handel auf... Wo war's? Ah, okay, haben wir geschafft. So, direkt mal hier auf Maximum an Booten. Dann werden wir den hier rumverkaufen. Zack. Wir brauchen mehr Gebäude. Manche Leute, ein weiterer. Und dann hier rüber. Ausblock einladen, loben. Und Westmächte loben. Die sind normalerweise bei Null, wenn wir in die Zeit kommen. Dadurch, dass ich aber die diplomatische Superfeier gestartet habe, sofort habe ich es geschafft, das Ganze hochzusetzen. Ansonsten müsst ihr die ersten Importe von denen machen. Da hatte ich nur jetzt keine Lust drauf. Deswegen Superfeier-Regel. So, jetzt kriegt ihr nämlich die Quest, womit man das hätte regeln können. Also Ostblock. Warte mal, Import, Ostblock. Was haben wir denn da? Konserven. Das dauert halt lange, ne? Aber egal, geht am trotzdem noch am schnellsten. Gut. Das ist alles voll besetzt. Und das können wir machen. Die sind soweit erstmal happy genug. Dann werden wir uns jetzt mal um das Öl kümmern. Das werden wir eh gleich brauchen. Also machen wir das. So, und zwar haben wir jetzt hier die Ölplattform freigeschaltet. Deswegen habe ich da auch den Hafen hingebaut, damit wir von hier aus das Öl holen können. So, die schwimmenden Superwillen und der U-Boot-Tourismus. Die ist auch gut deutsch. Bauen wir mal. Ist eigentlich egal. Hauptsache, es ist nicht ganz so hässlich. Da ist es doch ein bisschen hübsch. Gut, dann bauen wir jetzt noch die drei schwimmenden Villen. Das ist diese hier. Eins, zwei und drei. Dann ist das auch erledigt. Und wir sollen hier alle Beziehungen noch auf 70 bringen. Das ist aber jetzt nicht so problematisch. Ich nehme das Geld, sonst hätten wir die Yacht hier auffüllen können. Die ist übrigens, dass wir eine auf 70 automatisch bringen. Deswegen, ich habe das jetzt mal angeklickt. Eine unserer beiden Supermächte hat jetzt die 70 erreicht. Das heißt, wenn wir jetzt bei den Westmächten einmal auf Loben klicken, sollten wir da sein, dachte ich. Ach, geht erst in 5 Monaten. Ja gut, dann warten wir noch 5 Monate. Oder wir nehmen eine Handelsroute. Dann wären wir auch da, ne? Wir können mal kurz gucken. Ich nehme mal die Einwanderer. Ich nehme den Gummi. Und das nehmen wir an, werden wir aber vermutlich nicht schaffen. Hier können wir Konserven nochmal 40.000. Waren die das überhaupt? Oder brauchte ich die anderen?
Wir warten die die paar Tage noch. Und dann haben wir die Aufgabe erledigt. So, Dankeschön. Jetzt brauchen wir das nächste Schiff. Das werden wir direkt bauen lassen. Dauert aber ewig und könnte finanzielle Probleme bringen. So. Einfach nur damit wir durch sind. Und jetzt kommt das Schiff, die Golden Pearl. Bitteschön. Hier ist jetzt mal ein kleines Problem eventuell, weil wir jetzt wieder super viele Waren hier hinliefern müssen. Ihr seht schon, das ist noch teurer geworden. Könnten wir zu dem Problem kommen, dass wir so lange die Wirtschaft massivst unter Druck setzen. Wir müssen jetzt auch noch Schmuck produzieren, das wird auch das letzte sein. Oder alternativ, wir besorgen uns den Schmuck, indem wir ihn kaufen. Oh, wir haben keine Kohle hier. Apartment House machen wir. Botschaft, Hotel können wir machen. Und Gezeitenkraftwerke nehmen wir auch an. Gut. Ich würde das Geld nehmen, weil wir den Rest schon erledigt haben. Und jetzt warten wir aber erstmal soweit. Warte mal. Kann ich nicht hingehen im Handel und einfach den Schmuck kaufen? Da. Ich halte das, ich kann den Schmuck hier auch selber herstellen, das ist nicht das Problem. Aber die Entfernung ist mir ehrlich gesagt zu weit. Das wären aber 100.000 für den ganzen Schmuck. Ich fange mal kurz an mit einem Gezeitenkraftwerk. So. Das können wir mal hier hinbauen. Und hier gehen wir jetzt mal auf den Müllfischer. So. Damit die Umweltverschmutzung reduziert wird. Ja, pass auf, wir bauen doch hier unten. Wir bauen den Schmuck selber an. Ist mir einfach zu teuer. So. Dann werden wir hier mal ganz kurz die Minen bauen. Bergwerk. 1 und 2. Und eine Schmuckfabrik. Da ist sie. Die kommt hier hin. So. Und so. Dann kommt da noch ein Wohnhaus. Wir sollen doch ein Apartmenthaus bauen. Das können wir mal hier hinsetzen. Das machen wir mal mit Sofortbau und das auch. Damit wir die eine Quest schon mal erledigt haben. Das ist sehr schön. Ich nehme den Ruf. Ich möchte da nämlich langsam wieder hochkommen. Gummi wird hergestellt. Das heißt, jetzt brauchen wir hier noch das Hotel. Ist Tourismus. Hotel auswählen und Schnellbau. Dann 10 Immigranten nehmen. Und wenn wir eh schon das Hotel gebaut haben, setzen wir da mal einen Touristenhafen neben. Okay. Der hat aber wieder Zeit. Stromproblem. Immer noch? Haben wir das nicht langsam im Griff? Doch, wir sind doch gut im Plus. Sehr positive Netzwerkbilanz. Davon sollen wir aber noch mehr bauen. Machen wir mal 2, 3. Das war dumm. Weil nämlich wir hier unten auch Strom brauchen für das Goldkraftwerk. Dann werden wir das hier hinbauen. Ich wollte nicht raus haben. Schneller bauen. Und dann brechen wir das hier wieder ab. Abbrechen. So. Gut. Das wird schwierig. Volles Risiko. Gesundheitsversorgung. Spaß erkenne ich an. Fraktion loben die Religiösen. Supermacht ist keiner schuld. Ich verspreche euch gar nichts. Die Rede wird gehalten. So, das mit dem Öl müsste durchgehen. Wir haben sehr viel. Was willst du denn? Verwerfen. Verwerfen. Und Aluminium können wir herstellen. Da muss ich nur dann gleich was bauen. So, Broker.
Ich hätte gerne den Ruf bei denen. Ich hätte gerne ein überzeugendes Gespräch. Erneuer das mal. Umweltschützer. Kommunisten. Was sagen Sie? Nochmal erneuern. Kapis. Image. Die beiden sind mir gerade egal. Wir haben noch 5000. Sind bei 49. Aktuell scheinen wir das zu gewinnen. So, jetzt sollen wir den Ostblock besuchen. Wo habe ich den? Der ist, warte mal, die kann ich mal loben und dann um Geld betteln. Die kann ich mal loben und die soll ich dann auch besuchen. Die sind im obersten. Also, Press auswählen. Gebäude besuchen. Wieso kann ich das nicht? Ach, weil er eine Rede hält oder was? Ich sollte mir was Hübsches kaufen. Ich gehe, wohin ich will. So. Das hätten wir auf jeden Fall auch erstmal. 60% Zustimmung. Mal das Maximum an Geld hier reinpumpen. Warum ist die Netzwerkbilanz noch so negativ? Habt ihr euren Nachbarn unter Verdacht? Das solltet ihr. Tropikos Verräter lauern. Okay, wir machen mal weiter mit Umspannwerken. Kann sein, dass sie nicht richtig connected sind. Dann bauen wir hier einfach mal eins hin. So. 729 und das arbeitet gerade nicht, deswegen. Erhöht die Arbeitsqualität. Okay. Senkt die Umweltverschmutzung. Okay. Und wir können auch Öl hier reinpacken. So. Jetzt könnten wir, da haben wir noch Nutzung übrig, so. Dann machen wir das mal mit der Yacht, die Ökos, die Immigranten, weil wir Arbeiter brauchen. Wir haben noch 14 Monate, 61%, das Ding sollte durch sein. Ich werde hier nichts ändern. Gold und Schmuck fehlen beides noch. Das ist aber auch nicht weiter tragisch. Netzwerkbilanz ist absolut top. Und wir könnten... Aluminium haben wir hier oben. Aber ich würde gerne erst die Wahl noch abwarten. Und wir haben noch zwei Optionen, um das Ganze zu beschleunigen. Ich bin der Broke. Das wollen wir nicht. Dass der immer auf die Idee kommt, irgendwen zu sabotieren. Ich verstehe es nicht. Da fehlt Kohle. Wir könnten noch ein paar Wohnhäuser bauen. Ja, ich kaufe das mal und baue mal hier für die Mittellosen was hin. Wir müssten die Wahl echt gewinnen. Würde mich wundern, wenn nicht. Also, alles gut. So, das könnten wir halt auch noch beenden. Ich möchte halt jetzt nur nicht irgendwelche Experimente durchführen. Und wir können mal gucken, dass wir danach ein bisschen was mehr für den Spaß unternehmen. Da wäre, glaube ich, wieder so ein Restaurant oder sowas mit. Das wäre sogar 70. Bauen wir noch eine Cocktailbar. So. 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 Kontakt. Genosse, sichern Sie diese Kommunikation. Da ich sie eh gerade am Bauen war, ne? Kopieren wir die nochmal rüber. Und bauen die auch hier nochmal hin. Verschlüsseln Sie sofort diesen Kanal. Ich nehme diesmal keine Immigranten. Nee, ich würde sagen freie Wahlen. Also dann gehen wir mal auf Nummer sicher. So, und dann nochmal 5 Ruf dazu. Dann ist das Ding durch. So, was hast du denn Schönes? Das werde ich jetzt mal nicht mehr machen.
Da hebe ich mir das Geld lieber auf für unsere nächsten Wahlen. Hier haben wir schon mal ein bisschen Gold. Schmuck fehlt allerdings noch komplett. Warum bringen die das Gold? Ach so, okay. Die bringen das Gold jetzt nach oben, weil wir es halt da aktuell auch brauchen und das hat Prio. So, bauen wir mal die zwei noch. Ausbauen. Wahltag ist bald. Das war knapp, Präsident. Ja, es geht. Offenbar müssen einige Bürger daran erinnert werden, wie sehr sie euch lieben. So, die meisten Sachen, würde ich sagen, haben wir schon voll. Ja klar, Gold und Schmuck wird natürlich ewig brauchen, ne? Aber es ist nicht problematisch. So. Niedrige Bedrohung, alle sind glücklich. Almanach sagt, 20 Arbeiter, die nur fehlen. Hatte ich auch lange nicht mehr so wenig. Dann läuft eigentlich alles. Ist jetzt nur die Frage, ob wir finanziell auch hochgehen. Ja, dass mir so viel Gold fehlt, das ist doof. Der Frachter hat kein Geld gebracht, das ist aber auch unten der. Und hier oben ist ja unser aktuell wichtiger. Stahl haben wir übrig. Einen Fehler. Nee, das machen wir nicht. Grüße, Präsident. Export mit dem Ostblock können wir machen. Dann, was hättet ihr denn gerne? Boote. Machen wir. Autos. Machen wir. Da wir eh Stahl zu viel hatten, ist das nämlich genau das, was ich jetzt als nächstes machen möchte. Eine Fahrzeugfabrik bauen. So. Schade. Hätte da sehr schön hingepasst, finde ich. Kriege ich da eine Straße hin? Ich bin mir da nicht sicher. Toll. Wer hat sich denn das ausgedacht? Ja gut. Dann machen wir es anders. Bauen wir sich hier hin. So. Weil wir nämlich hier oben auch das Aluminium haben. Das heißt, wir bauen jetzt hier beim Aluminium noch ein Aluminiumwerk hin. Die Genossen sind rastlos, Präsident. Ah, nee. Schon seit Tagen nicht. Das ist doof, dass ich jetzt gerade wieder so viel ablehnen muss von denen. Hier ist ganz schön was los auf den Straßen. Ah ja, was will man machen, ne? Geht auf jeden Fall hier auch weiter. Immer noch kein Gold da. Und geldtechnisch geht es nach oben, weil wir haben ja zwei weitere Gebäude gebaut und sind wieder über 300.000. Das heißt, eigentlich bleibt mir nur die Zufriedenheit. Haben wir nicht was für Spaß gebaut? Was soll das? Unterhaltung, Wohngebäude, Luxusunterhaltung. Bauen wir mal noch ein Kino. Wie steht es eigentlich mit unseren Freunden hier? Ich werde mal Dino um Geld anpumpen, damit wir nicht zu tief rutschen. Das können wir mal machen. Eine Mietskaserne. Atomraketen. Zukunft der Kriegsführung oder Stahlgummi. Wofür brauchen wir denn dann Aluminium? Warte mal. War ja dann total unnötig.
Erhöht die Arbeitsqualität, finde ich gut. Elektrischer Bohrer ist okay. Kanarienvogel auch okay. Und der Rest geht jetzt in der Moderne, okay. Oh oh, ich habe was vergessen. Wir wären fast kaputt. So. Jetzt haben die auch Strom. Ich habe die ja auch mit geupgradet. Ja, läuft alles. Da ist was erledigt. Gib mir Ruf. Das wird schwierig, da hochzukommen. Sie sehen heute umwerfend aus, Präsident. Danke. So. Wir werden mal noch ein bisschen Schatzjagden machen. Und uns mal überlegen, wie ich das mit dem Ruf jetzt langsam wieder hinkriege. Also Spaß geht ja gefühlt gar nicht hoch. Doch, kaum sage ich es, steigt er. Ich kann die mal alle mit Strom versorgen. Zack. So viele sind das ja nicht. Wir haben ja eh, meine ich, mehr als genug Strom. Ja, haben wir. Dann sollte die Wohnsituation hochgehen. Aber irgendwas finden die Leute echt mega uncool an mir. Die Wohnsituation steigt auf jeden Fall. Ja, Spaß ist immer noch nicht gut. Wollen wir mal nachklucken, eine Schnorchelbucht noch. Hier unten in die Fische rein. Geht nicht. Habe ich echt geschafft, genau das zu Ding zu treffen. Golfplatz 60. Nee, es muss was Besseres sein. Hier, ein Opernhaus. Da können wir, hier bauen wir ein Opernhaus hin. Dann gehen wir hier hoch. Dann kommt hier noch ein Opernhaus irgendwo hin bestimmt. Oder auch nicht. Hier gibt es kein Opernhaus. Dann bauen wir hier noch ein Opernhaus hin. Ich würde ein Conventillo bauen. Das haben wir hier. Weil wir eh sehr viele Obdachlose haben. Oder Mittellose, warum auch immer. So. Ich wusste, dass sie das. Dann sind wir bei 10. So, dann hätte ich gerne. Die Villa ist halt doof. Das ist die. Die reißen wir ab. Zumindest einen Mann, ne? ~60-70. Komm, ich brauche noch ein Casino. Können wir ja mal hier hinbauen. Irgendwie muss das doch klappen. Hier, Spaß ist 44. Dann geht es gleich mit der Gesundheitsversorgung weiter. Dafür können wir dann Krankenhäuser bauen. Oh, Sicherheitsmalus. Das können wir mal rausnehmen. Die hatte ich ja nur, weil wir die für irgendwas brauchten. So, raus damit. Sollten die Leute doch gut finden. Die können wir mal erlassen. So, sind wir bei 18% wieder. Senkt die Effizienz aller Religionsgebäude. Verschlechtert bei den Religiösen um 30, verbessert beim Militär um 10. Ne, das will ich ja nicht. Verschlechtert beim Militär 15, Industrie 7 und Kapis um 7. Wir haben eh das Militär, glaube ich, ziemlich stark gerade. Ja. Dann stellen wir mal Käse her. Ich glaube nämlich, Milch haben wir schon. So, die Molkerei. Ich kann dahin. Dann brauche ich aber im Notfall nochmal eine Farm für die Milch. Das wird dann hier. Schafe geben Milch und Wolle. Die Wolle kann ich dann unten verarbeiten. Das heißt, wir nehmen das auf jeden Fall. Passt natürlich nirgendwo hin. Hey, sehr schön. Ich liebe das, wenn es nicht passt. Guck mal, die Straße ist so schön hässlich geworden. So, war fertig. Und hier, alles Mögliche rein. So, was haben wir denn hier noch für Möglichkeiten?
Zwei offene Stellen. Effizienz um 10% bringt mir nichts. Verwendet Wolle und Baumwolle, sagen die Güter verfügbar sind erhöht. Okay. Können wir machen. Du solltest mal bitte Arbeitsqualität erhöhen. Mach fertig. Jetzt. Erhöht die Produktion. Ja gut, ich brauche keine höhere Produktion. Das ist mir egal. Ich brauche eine bessere Gesundheitsversorgung, indem ich ein Krankenhaus baue. So, dann kommt das mal dahin. Mein Großvater sagte immer, wenn du... Das ist so doof. Ich will das beides nicht. Warte mal. Broky, hast du für mich eine Lösung? Danke. Und dann... Bitteschön. Käse sollte hergestellt werden. Ostblock war eine Exportroute. Das dauert aber alles einen Moment. Die sind beide noch okay mit mir. Dann schauen wir mal, wie weit ist mein Schiff. Oh. Goldhammer. Wir sind den Schmuck am Einliefern. Sehr schön, sehr schön. Dann müssen wir trotzdem mal gucken. Gesundheit müsste jetzt gleich eigentlich weiter nach oben gehen. So, zwei Besucher dazu. Dann erhöht die Gebühr um 4, Lohn steigt um 2. Finden die das gut? Ja. Das können wir machen. Wie viele Arbeiter fehlen uns? 43. Komisch, alle im Unterhaltungssektor. War Gesundheit bei 42? Ich dachte bei 44. Aber gut, der Glaube ist jetzt auch mit problematisch. Das heißt, da müssen wir mal gucken. Wir bauen einen Kirmespier. Der ist bei Unterhaltung mit dabei irgendwo. Da ist er. Nein. Ja, der ist halt nicht cool. Unsere Genossen freuen sich über ihre Unterstützung, Präsident. Und wir alle jubeln natürlich gleichermaßen. Das ist auch okay. Und ich bin schon dabei, am Versuchen, die Sachen alles hochzubekommen. Gut, jetzt aber mal was für die Religiösen. Da könnten wir denen doch mal so eine Kathedrale bauen, oder? Gucken wir mal. Eine Müllhalde. Nee, ich meine wirklich eine Kathedrale. Scheiße. Es hat den Anschein, als wollten sie mitentscheiden, wie sie regieren. Ich mach das diese Runde nicht. Das Risiko ist mir einfach zu hoch. Ich bin der Brock. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber ich benötige zu diesen Angeboten recht. Das. So. Ich muss weiter gucken. Das läuft ja auch mal aus. So ist es ja nicht, ne? Wo war jetzt, was wollte ich bauen? Ich glaube eine Kathedrale, ne? Ich war mir sicher. Ich habe immer mal wieder so Aussetzer, dass ich einfach nicht weiß, wo ich das Gebäude finde, was ich so dringend suche. Ich meine, gut, jetzt habe ich es nach einer Weile dann doch gefunden gehabt und die Kathedrale ist doch viel zu weit weg, oder? Da habe ich ja fast nichts drin. Die müsste eigentlich hier hin. Was ist das denn da eigentlich? Mein Großvater sagte immer, Öl herstellen. Können die mal mehr Geld geben? Geistliche Gebäude würden das. Ja, ich könnte halt nur eine Kirche bauen, ne? Der Krieg mag kalt sein, aber das Wetter wird heiß. So, wenn ich jetzt hier runtergehe und da einfach noch eine hinbaue. Wir könnten auch, glaube ich, über Verordnung eventuell nochmal was regeln. Wenn ich jetzt, wie heißt sie denn schon wieder? Glückliche Kindheit, meine ich, war das. Forschung. Ich versuche es halt trotzdem hier. Die gute alte Zeit. Pass auf. Wir gucken mal.
Denn die hat doch Bürger tragen altmodische Kleidung, hinten Tourismusindex, okay. Um 3 für jedes Fort, ich habe keine. Und 1 für jeden Wachturm habe ich auch nicht. Bis zu einer oberen Intellektuelle finden scheiße. Aber Konservative und Religiöse finden es gut. Ich bin wieder für das Conventillo. So, baue ich es aber nicht. So, gib mir Ruf. Dann gehen wir unter Verordnungen und sagen, gute alte Zeit. So. Die bringt ja dann doch was. Was hat das? Die Bürger werden nicht verhungern. Um 10, warte mal. Von geringer Gesundheitsversorgung sterben um 10 erhöht. Okay, diese Versorgung ist... Ja, dann würde ich halt Rentner ausrotten. Plastik habe ich gerade nicht. Auch nicht vorzumachen, so schnell. Da ist irgendwas kaputt gegangen. Das braucht man dringend wieder. Und wir schauen mal, wie weit ist unser Schiff. Ah, wir haben alle Waren da. Das Schiff wird also gebaut. Na gut, wir machen weiter. Forschung. Nee. Boah, ich weiß, irgendwas suche ich. Ein Gebäude, genau. Gucken wir mal. Und zwar... wo ist denn das? Ich weiß ja nicht mal genau, was es ist, ne? Da, die inspirierende Statue. Das wollte ich haben. So. Steigert die Zustimmung von Bürgern in der Nähe der Statue, arbeiten, leben mit dem Ziel. Also leicht. Dann haben wir noch die Werbung. Die muss an einer Straße gebaut werden. So. Viele Grüße. Verringert die Chance, dass Bürger, die in der Nähe leben, auswandern. Ist mir egal. Verringert die Chance, dass wir Vertrags kriminell werden, ist mir auch egal. Feuerfang, ja gut, das ist mir alles egal. Erhöht die Zustimmung, ja gut, das ist doch das, was ich eigentlich gesucht habe. So. Warum kann ich das da nicht hinbauen? So. 21% Zustimmung. Ministerium? Oh, da sind keine Menschen mehr drin. Müssen wir ändern. Anzahl der High School ist okay. Und ansonsten immer das untere. Natürlich. So. Wie weit sind wir? Die letzten 500 von jedem. Dann können wir da mal allen ein bisschen mehr Geld geben und allen, glaube ich, auch Strom. So. Dann Almi. Der Glaube ist immer noch das größte Problem und dann kommt schon wieder die Gesundheitsversorgung. Das können wir nicht weiter verbessern. Und die hier, da können wir nur mehr Geld reinstecken, damit die Gesundheitsversorgung steigt. Dann werden wir mal hier noch ein paar Schatzjagden machen. So. Sie sind das Gesetz, Präsident. Nein, das lassen wir so. Käse wird hergestellt. Sind die noch happy mit mich? Nicht wirklich. So, beide mal loben. Und jetzt brauchen wir... schwierig. Verringert die Umweltverschmutzung. Erhöht die Unterhaltskosten der Wohngebäude um 20. Verschlechtert den Ruf bei den Konservativen um 10. Und dafür werden die Ökos glücklicher. Pass auf. Das ist es mir, glaube ich, wert. Die Industriellen müssen gepusht werden. Die mögen glückliches Fleisch nicht, die mögen abgasfrei nicht. Das könnten wir aber ändern, Moment mal. Das abgasfrei kriegen wir ja wohl raus. Ökologie, Energieeffizienz, senkt den Energieverbrauch. Das machen wir so rum. Dann könnten die auch ein bisschen glücklicher sein. Das Verräter ist der
Anzeichen eines Spions ist es, bei einer Wahl gegen El Presidente zu stimmen. Erhöht die Effizienz aller Tavernen, Cocktailbars 10, senkt die Sicherheit um 8, verschlechtert den Ruf bei den Religiösen um 10. Ja, toll. Da gibt es doch bestimmt auch Sachen, die besser sind. Was haben wir denn sonst noch? Vermögenssteuer. Sie verdienen pro Monat 5 für jeden reichen oder stinkreichen Erwachsenen, verschlechtert den Ruf bei den Kapitalisten, verbessert bei den Kommunisten. Ich erforsche es zumindest schon mal. Und schau noch mal. Industrie ist halt das Schlechteste, ne? Das sollte man nicht erforschen. Wir müssen mehr für die Industrie tun. Die historischen Beziehungen finden die halt nur gut. Ansonsten haben wir nichts, was denen gefällt. Verwerfen wir. Also wir sind schon in einem Radius, wo wir eine Wahl auf jeden Fall annehmen würden. Und vermutlich dann auch gewinnen. Zumindest für dieses Zeitalter. Ne? Das ändert sich ja gleich auch schon wieder. Das können wir eigentlich alles mal so lassen. Wir rücken gleich eh vor. Ich brauche was für die Industrie. Damit würde ich Militär hoch und Konservative um 5 nur runter. Aber nee, gut, bringt uns auch nichts. Erhöht die Unterhaltskosten aller Highschools und Universitäten. Ja, das wäre ja nicht so verkehrt. Aber nicht das, was ich brauche. Kindergeld. Kinder werden bei vielen Wohlstandsfamilien nicht mit einbezogen. Die Verordnung kostet Geld. Das ist schlecht. Bürger zahlen keine Miete. Verschlechtert bei den Kapitalisten und verbessert bei den Kommunisten. Das bringt mir jetzt auch nichts, weil beide gut sind. Erhöht die Effizienz aller im Wasser und an der Küste liegenden Produktionsgebäude um 20. Das könnte gut sein. Kostet mich zwar Geld, aber erlassen wir mal. Gucken wir mal, wie sich das auswirkt für uns. Jedenfalls geht's jetzt los in ein neues Zeitalter. Ich würde jetzt gerne erstmal nachgucken, was wir überhaupt noch brauchen. Genau, wir haben nur 16 Leute Arbeitsplätze frei. Wir sind bei 31%, also mit einer Steuersenkung hätten wir eine Wahl gewonnen. Und wir haben noch die Audienzen nicht benutzt. Egal. Wir machen uns auf in die letzte Zeit. So, haben wir davon überhaupt noch welche? So, das können wir nochmal mitnehmen. Naja, wir machen das schon. Ich meine 650.000 auf dem Konto, easy. Der Mangel an Liebe für El Presidente. Vergesst nicht, als Einwohner von Tropico ist die Liebe für El Presidente eure patriotische Pflicht. Ich würde uns als Freunde bezeichnen. Ja. Zwei Reisende im Aufzug der Macht. Auch wenn Sie die... Kontakt! Genosse, sichern Sie diese Kommunikation. Ja, ich nehme das mal an, ich mach's aber nicht. Wie gesagt, ich muss nur auf Schiffstaufe gehen, dann bin ich durch. Geld sieht gut aus mit über einer halben Million. Und die Zustimmung bei 44 bin ich auch einverstanden mit. So, jetzt mach hier mal Arbeit darüber. Komm. Hm? Wo bleiben Sie? Komm. Da fehlt ein Arbeiter. Der will das Schiff nicht fertigstellen am Ende. Ja, endlich unter 100. Ich warte da jetzt auch wirklich nur noch drauf und dann gehen wir ins nächste Zeitalter. Und zwar ins letzte.
Komm schon. Ich weiß nicht, warum das manchmal so lange dauert. Gebühreneinkommen. 80 kostet es und ich habe schon 47.000 damit gemacht. Bin ich gut oder bin ich gut? Also, ja, wir können sonst nicht viel machen. Und da ist es. Rücke vor in die Moderne. Der kalte Krieg ist vorbei. Die Zukunft ist nun Gegenwart. Gut. Wir wollen Recht auf Privatsphäre, ein bezahltes Gesundheitssystem. So. Und dann brauchen wir hier das letzte Schiff. Es ist euer Präsident mit den besten Neuigkeiten. Tropico wird nicht angegriffen. Die Perle Tropicos wurde soeben zu Wasser gelassen. Heutzutage müssen alle Menschen Delfintherapie. Wir werden als erstes eine Sache ändern. Und zwar reißen wir mal die beiden Gebäude ab. Und bauen dafür 5 neue. So. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann fangen wir mal an. China einladen, China loben. Russland loben. Dann USA auch loben. Den Mittleren Osten auch loben. Und die EU auch loben. Gut. Wissen Sie, warum unsere Mauer so China möchte direkt besucht werden. Wir werden Gleichheit. Danach streben. Moment. Wir werden die Verfassung ändern und werden denen sagen, machen wir nicht. Lieben Sie es nicht? Plastik können wir diesmal machen. Zack. Zack. So. Die wollen besucht werden. Präsidente. Man soll meine für immer gedenken. Geh sie besuchen. Wenn die mit uns reden wollen, machen wir das. Dann geht es jetzt los, dass wir direkt anfangen, den nächsten Yachthafen zu bauen. Da haben wir natürlich keinen Platz mehr für. Irgendwo muss er doch hin. Hier hinten steht er halt, ginge er hin, aber ich sag's euch ganz ehrlich. Ich werde eine großartige Rede halten. Natürlich. Wo ist unser größtes Problem? Im Glauben. Ich lobe mal die Intellektuellen. Keine Supermacht ist schuld und ich verspreche euch nichts. Die Rede wird gehalten. So, das wird entscheidend werden jetzt. Ob wir das so durchbekommen. Erstmal setzen wir hier die Geschwindigkeit ein bisschen höher. Dann brauchen wir Roboter, Präsidente. Sie sind der Grund, warum moderne Fabriken so gut laufen. Sie brauchen mehr. In der Vergangenheit marschierte der Fortschritt voran. Das haben wir. Brokey, gib mir mal. Was sagen Sie? So. Den Ruf bei den anderen brauche ich so nicht. Dann würde ich... wir gewinnen aktuell die Wahl sogar. Aber wir werden auf Nummer sicher gehen. Soll jetzt nicht irgendwie so eine knappe Kiste am Ende werden. Das heißt, wir lösen das nachher über... Warte mal, Kinder werden bei der Bestimmung Wurz. Ich bin so die Ver. Oh. Aber wir lassen das mal erstmal offen. Also, Glaube ist unser größtes Problem. Warum eigentlich? Hey Präsidente, ich habe einen Vorschlag. Dann bauen wir hier mal eine Polizeiwache hin. Lala. Die können wir ja auch abreißen im Zweifelsfalle.
klappt ja wieder gut mit so einer schönen Straße hier. Wie schief willst du bauen? Ja. Eine offizielle Stellungnahme des Palastes, das hängt davon ab, wie hart du arbeitest, Bürger. Okay, wir haben noch 14 Monate. Ich warte noch einen Augenblick. Da können wir ein bisschen Geld reinstecken. Hier können wir auch mal ein bisschen Strom geben. Und ich hätte gerne mal hier Black Money. Ich bin der Broker. Hier hat sich jetzt leider nichts mehr geändert. Erst in 110 Tagen. Wir haben noch 12 Monate. Wir werden also noch ein bisschen warten. Gerade sieht es sehr ausgeglichen aus. Okay, wir machen es mal so. Wir werden jetzt erstmal eine Verordnung erlassen, und zwar die Audienz. So. Das nehmen wir an. Das nehmen wir auch an. Das nehmen wir auch an. Dann starten wir mal. Das Schlimmste wäre für uns, wenn wir das hier machen müssten. So. Dann nehmen wir den Ruf. Dann wäre das Drohnenkommando für uns möglich, aber das überspringen wir auch. Zack. Dann die Schnellstraße wird eher so ein Zeitproblem. Warte mal, können wir nicht einmal noch Image-Kampagne machen? Jetzt sind wir bei 48% Wahrscheinlichkeit. Nehmen das überzeugende Gespräch mit, werden die Schnellstraße auch skippen. So, nehmen den Ruf, sind bei 52% und haben diese Wahlen gewonnen. Ja, haben wir gemacht. Wir werden nichts bauen, um nichts zu verändern. Aber wir können schon mal die Delfintherapie und sowas freischalten, würde ich sagen. Wo ist die denn? Wir wollen sie ja nicht bauen, wir wollen sie ja nur freischalten. Ist sie unter Tourismus? Ich bin mir sicher, dass nö, freie Wahlen. Dann schalten wir die frei. Die können wir theoretisch sogar wirklich bauen. Kriegen wir die hier irgendwie hin? Ja. So, also wenn wir die Wahlen verlieren, dann weiß ich auch nicht. 3 Monate noch. Können wir schneller stellen. Das war knapp, Präsident. Ja, ich weiß nicht, ich fand das nicht knapp. Aber schwupps sind wir auf 40% runtergefallen, obwohl wir dabei 62 noch waren. Naja. Was will man machen, ne? Wir werden weitermachen und bauen jetzt die nächste Schiffswerft irgendwo hin. Haben wir jetzt hier hinten zufällig Platz, weil wir das weg... Ne, haben wir nicht. Da haben wir Platz, perfekt. Ich werde eine Farm modernisieren wollen. So. Und das mal auf Schnellbau. Dann holen wir uns das letzte Schiff. Aber wir waren noch richtig hier. Da ist sie. Maximum, damit das auch funktioniert. Wir brauchen Uranhammer, Möbel und Elektronik. Müssen wir beides noch machen. Wir produzieren nämlich weder Möbel noch Elektronik. Also werden wir eine Elektronikfabrik. Für die brauchen wir aber Plastik. Wir haben übrigens eine Aufgabe abgeschlossen. So, das bauen wir mal hier oben hin. Jetzt habe ich diesen kleinen Ort. Ja. Und dafür brauchen wir dann, wie gesagt, eine Plastikfabrik. Die können wir direkt daneben bauen. So. Okay. Und dann bis dahin. Hier werden wir dann noch eine Möbelfabrik mit dazu bauen.
Jetzt werden wir hier auf jeden Fall noch ein paar Wohnhäuser hinbauen. Hier einfach nur für... Einfach nur, weil wir es können. Haben wir Strom hier? Ja, haben wir. So. Weniger Strom. Meeresreinigungsstation. Wo haben wir die denn schon wieder? Die wollen wir natürlich auch bauen. Da ist sie. Okay, da ist viel Dreck im Wasser. Das heißt, ich baue die aber hier oben hin, dann hätte ich vielleicht beide Häfen drin. So. Apartmenthaus modernisieren. Ist eigentlich egal, wen ich von beiden nehme. Und ich sollte eine Farm modernisieren. Dann nehmen wir doch diese Farm. Auswählen. Achso, ich muss den Mastbetrieb noch erforschen, ne? Nein, das will ich nicht. Will ich auch nicht. Das hatten wir angenommen. Da kümmern wir, das sind ja die hier. Auswählen, modernisieren. Dann nehme ich den Ruf doch gerne mit. Ich muss nochmal schnell in die Forschung rein und gucken, dass wir da die Farmen modernisieren können. Wo haben wir sie denn? Hier, Mastbetrieb, glaube ich, ist das. Und dann können wir hier... Nö. Muss verfügbar sein. Ja, warum ist denn der nicht verfügbar? Habe ich den nicht gerade erforscht? Oder war ich zu schnell? Geht nicht. Ich meine, ich hatte so ein Problem schon mal irgendwann gehabt. Mach auch mal das einfach mit. Mastbetrieb ist erforscht. Ich kann es nicht. Irgendwas hatte ich da schon mal falsch gemacht damals. Ich baue mal ein Gourmet-Restaurant. War das hier? Da ist es. Berechnungen zufolge mindestens 8 der 10 Kriterien verbessert, die ich auf diese Serviette gekritzelt hatte. Wo war denn das? Ah, warte mal. Ich habe eine Idee. Und zwar, ich habe zwar etwas da gemacht, aber die Arbeitsmodi, genau, das war das nämlich. Das kann ich noch machen. Wo ist denn dann der Mastbetrieb? Ist das in der Zeit davor? Nee, hier habe ich es jetzt nicht gesehen. Weil das waren jetzt ja nur die Arbeitsmodi, die ich da geändert habe. Ja genau, Mastbetrieb, Arbeitsmodi. Ich habe jetzt auch noch diese Farben und das andere Ding da habe ich... Gehört das da mit drunter? Nee, auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo das schon wieder war. Bin ich ehrlich mit euch. Ja, das können wir mal machen. Einfach nur, dass wir es haben. Baugenehmigung war hier hinten links, ne? Oder auch nicht. Wieso finde ich eigentlich gerade nichts? Kulturelle Vielfalt? Was war das? Verstärkt den Ruf bei den Konservativen? Auf gar keinen Fall. Steuerparadies. Erhöht die Einnahmen aller Bürogebäude auf Schloss, verstärkt den Ruf bei der Supermacht um 15. Das ist mir eigentlich scheißegal. Weil, pass mal auf. Wir erlassen das. Und hauen direkt eine Superfeier hinterher. Ein guter Anführer hört auf sein Volk. Moment mal, ich komme gerade mit ein paar Sachen irgendwie nicht so richtig hinterher. So. Erstmal das. Dann Bekleidung produzieren wir nicht, Wolle nicht, Öl können wir verkaufen. Die Amis und Öl, das ist immer Best Friends. Dann haben wir denen was verkauft. Hier können wir nochmal Gold verkaufen. Dann fehlt mir... Da können wir Stoffe verkaufen.
Und denen werden wir Rum verkaufen. Ah, ne, Rum ist Export. Import. Aber die Russen sind die Einzigen, die noch fehlen. Nicht, stimmt gar nicht. Russland habe ich. Wer fehlt denn schon wieder? Ach, die Unwichtigen. Die EU. So. Erstmal gucken. Wie sieht's aus? Genau, Möbel, Uran ist das Einzige, was fehlt. Uran können wir aber selber herstellen. Da werden wir mal ganz schnell ein automatisches Bergwerk bauen. So. Und wie sieht's aus? Hier war doch Plastik. Möbelfabrik ist die hier. Die ist nur noch nicht gebaut worden. Okay. Das können wir machen, das können wir machen, das können wir machen. Dann können wir hier auch nochmal ein paar Upgrades reinknallen und dann hier auch. Das wird schon. Jetzt müssen wir immer noch gucken, wie ich diese blöde Farm erweitert kriege. Ah, deswegen. Ich musste ihn erst hier freischalten. China wurde immer noch nicht besucht. Das wundert mich. Das kann weg. Plastik exportieren läuft. Erlasse Baugenehmigung. Das können wir nochmal machen. Baugenehmigungen. Das wollten wir doch suchen. Erhöht die Baukosten aller Gebäude. Die Basiskosten wird auf Schweizer Nummernkonto überwiesen. Verschlechtert den Ruf bei den Kommunisten. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Tschüss. Ich bin der. Sprechen irgendwelche dieser Angebote Sie an? Sie sind alle. Image-Kampagne. Das wäre noch wichtig, das überzeugende Gespräch auf jeden Fall. Ich brauche mehr Geld. Schweizer Geld natürlich. Innenministerium können wir nochmal einstellen. Senkt die Umweltverschmutzung. Alles klar. So. Dann einmal noch. Glaube ist immer noch das Schlechteste. Der Rest steigt aber. Wisst ihr was? Ich baue den jetzt echt so eine Kathedrale in Dingskacke. Habe ich die nicht da hinten gebaut gehabt? Nö. Dann baue ich euch jetzt hier ein Kathedrälchen. So. Dann einmal erhöhen. Dann hier mahnende Beichte. Damit werden wir auch die Sicherheit erhöhen. Die Meeresreinigungsstation ist noch nicht abgeschlossen, sehe ich das richtig? Die wird gerade gebaut. Wir setzen mal die Geschwindigkeit hoch. Ihr macht das mal fertig. Habt ihr jetzt echt keinen Bock mehr? Oh, was ein Zufall. So. Erzeugt 50 Forschungspunkte pro Monat für jedes künstliche Korallenriff innerhalb des Radiuses. Juckt mich eigentlich super gar nicht, weil was will ich jetzt in diesem Zeitalter noch mit Forschungspunkten? Ich bin durch. So, das mit China hat irgendwie nie so ganz funktioniert, würde ich sagen. Ne? Da ist China, die kann ich mal mit Geld anpumpen und dann kann ich nochmal El Press sagen, dass er dahin soll. Geld anpumpen. Anpumpen. So, dann Glaube müsste doch trotzdem jetzt langsam steigen. Ich baue jetzt hier einfach noch eine Kirche hin. Soll denn der Geiz? So, jetzt habe ich aber was anderes gesehen und zwar, dass die Kommunisten überhaupt kein Fan mehr von mir sind. Was können wir dir, also euch denn Gutes tun? Agrarwirtschaft ist das Einzige, was ihr gut findet. Die Beziehungen und den Fraktionsführer finden sie gut. Die Kirchen mögen sie gar nicht. Dann muss ich mal schauen, was ich für die. Nein! Meine Gemeinde wurde mit Glaube, Hoffnung und Wohltätigkeit gesegnet. Einheitskassensystem, ja gut, machen wir mal. Wollen wir es denn? Da hinten? Einheitskassensystem ändern? Ich wusste, dass Sie das richtig. Ruf. Also nochmal gucken. Kommunisten steigen aber langsam wieder.
Die mögen den Bootsverleih überhaupt nicht. Moment, das könnte ich ja wieder rausnehmen. So ist das ja nicht. Aber die Kapitalisten, egal, ich nehme das mal raus. Und dann sind es die Intellektuellen, die sehr seltsam drauf sind. Die hätten gerne irgendwelche Gebäude. Oh, die Reinigungsstationen finden sie gut. Gute alte Zeit mögen sie nicht. Ja, das ist deren Problem. Ich könnte ja noch so einem... Es gibt halt keine Gebäude, die gut finden, ne? Ich könnte mal noch so eine Recyclinganlage bauen. Dass wir da eventuell noch ein bisschen was herkriegen durch... Aber da ist kein Platz dafür. Hier auch nicht. Und da bringt sie mir eigentlich nichts, ne? Aber egal. Vielleicht finden sie die ja gut. Okay, scheinbar findet sie irgendeiner nicht gut. Legalisierung. Wie war das? Erhöht die Freiheit um 10. Verschlechtert bei den Rallyes, verschlechtert bei den Konservativen. Das bringt mir ja für keinen was. Präsidente, Sie interessieren sich für die Zukunft. Diese Präsidente, wie fühlt es sich an? Eine... Spielhalle. Es ist egal, was ich gerade mache. Irgendwie arbeite ich in die falsche Richtung. Wo ist sie denn? Da. Das ist die Spielhalle. Dann können wir hier nochmal was für Spaß machen. Das fanden die Intellektuellen nämlich wichtig. So. Die Kapitalisten sind jetzt meine Sorgenkinder. Aber der Glaube geht hoch. Wie sieht es mit meinem Schiff aus? Oh, die Netzwerkbilanz ist negativ. Das ist natürlich doof. Moment. Oh, das kriegen wir so gar nicht gelöst. Dann würde ich sagen, meine Ökos, ihr bekommt ein neues Gebäude. Und zwar kriegt ihr ein Solarkraftwerk. Weil das finden meine Ökos wieder cool. Ich wollte nicht rauszappen. Hey, Präsident. Ich habe mir... Gut. Sind wir jetzt wieder im Plus? Ja, sind wir. Und zwar richtig heftig sogar. Oh, shit. Nein, es ist keine... Es gibt einen schmalen Grat. Jetzt bin ich bei Null. Aber es gibt keine Chance, dass ich diese Wahlen gerade gewinne. Weil durch irgendwas habe ich mich echt kaputt gemacht gerade. Wir können nicht erwarten, dass Geschäfte unter so strenger Aufsicht geschmeidig verlaufen. Ich brauche einen Yachtclub. Unterhaltung war doch... Oder war das hier? Kreuzfahrt, Luxushotel, nö. Sachen fliegen, Yachtclub. Da ist er. Dann kommt da ein Yachtclub hin. Aber der muss auf Land stehen, glaube ich, ne? Ja. Da ist er. Es ist ein Vergnügen mit. Wir müssen alles Mögliche für Ruf tun. Plastik exportieren wir noch nicht. Das Schiff darf nur nicht vom Stapel laufen. Das ist alles. Gebaut werden kann das Ding. Ja, meine Unterstützung. Linder Brock, sprechen irgendwelche dieser Angebote Sie an? Sie sind alle völlig. Das können wir wirklich mal machen. Warte mal. Oh, persönlicher. Das können wir auch mal erlassen. Auch das. Import mit China. Können wir auch machen.
So, Chinesen, was wollt ihr denn loswerden? Uran, ja okay, das trifft sich sogar ganz gut, weil ich Uran gerade eh dringend brauche, passt. Dann wollten die Amis besucht werden, gebt mir mal Geld. Die Chinesen, gebt mir mal Geld. Die Amis, gebt mir mal Geld. Ich lobe euch sogar dafür. Und schicke euch mal den Präsidenten persönlich vorbei. So. Gebt mir mal Geld. Und gebt mir Geld. Das ist doch wieder scheiße. Globale... ich soll sie nur erforschen. Ja, das geht. Globale Marktwirtschaft. Tag, Präsident. Ein schöner Tag. Hi, Press. Junge, fühle ich mich heute gut. Das wollten wir ja machen. Die Kurse sind über Nacht stark gestiegen. Ändert die Verfassung global freier Handel. Ja, das können wir machen. So, einmal hier freier Handel. Eherecht habe ich doch auch erforscht, oder nicht? Naja. Wer weiß das schon. Ich bin auf jeden Fall noch nicht zufrieden. Image-Kampagne. Völlig legal. Natürlich. Was können wir denn sonst noch machen? Habe ich doch gemacht. Freier Handel. Ah, ich habe die nicht bestätigt. 21. Das läuft. Plastik dauert halt noch. So. Aber gut, das geht auf jeden Fall weiter. Präsidente, wie fühlt es sich an? Eine Milliarde. Sie sehen heute umwerfend aus, Präsident. Das wollen wir nicht. Wir hätten gerne mehr Forderungen. Wir könnten mal noch Audienzen erlassen, würde ich sagen. Hier ein. Die sind bei 44, der Glaube steigt. Gesamt 61, müsste aber höher sein. Nahrung top, Spaß. Ja gut, der Glaube ist wirklich unser größtes Problem, muss ich sagen. Roboter, Präsident. Sie sind... Da ist eine. Außerdem wurde niemand gefeuert. So. Ich habe gesehen, dass diese Dinge erhältlich waren und musste sie sofort sehen, Präsident. Was sagen Sie? Ach, warte mal, wir haben immer noch keine Beute, ne? Warum eigentlich nicht? So. Was machen wir denn jetzt am meisten? Ich weiß nicht, was mit dem Jungen nicht stimmt, ne? Ruf bei den Kommunisten erhöht und bei den Kapis verringert. Okay, ist alles soweit okay. Wir lassen mal Audienzen erlassen. Mal gucken. Gummi, nehmen wir an. Moderne Villa bauen, nehmen wir an. Auch das nehmen wir an. Also. Wir fangen an hier mit moderne Villa. Es ist ein Vergnügen. Fertig. Dann Gummi-Restaurant. Auch das sollte kein Problem darstellen. Fertig. Dann Farm modernisieren. Wir haben ja... Haben wir überhaupt noch eine Farm? Nö, ne? Doch, da. Die können wir noch verbessern. Wir sind wieder nur bei 18. Ich bin der Broke. Ja. Ja, an den Ökos. Ich hätte besser die Image-Kampagne genommen, glaube ich. Lassen Sie sich nicht von der unermesslichen Macht. Export an China, das kriegen wir hin. Was hättet ihr denn gerne?
Kohle, Eisen, Öl. Komm, pass auf, wir verkaufen euch ein bisschen Öl. So. 23 ist noch zu niedrig, als dass wir eine Wahl gewinnen können. Vermögensteuer, es ist halt Katastrophe. Freie Waffen, nee, das bringt mir alles nichts. Dass die Konservativen wieder am Rad drehen, ne? Aber die Intellektuellen ist bei 52. Die Sicherheit ist unser größtes Problem. Das ist neu. Okay, die Ökos mögen uns ja eh schon jetzt besonders, ne? Das heißt, wir könnten irgendwas machen, dass die Ökos uns ein bisschen weniger lieben. Auf die gute alte Zeit. Wie wäre es denn, wenn wir diese Verordnung mal zurückziehen? Konservativ und religiös, ja nee, das bringt uns nichts. Es kann eine Verordnung sein, was die Ökos nicht gut finden. Wieder eine Audienz erlassen? Ich bin sicher. Ja gut. Nehmen wir an. Stellen Sie Bildungsminister ein von den Intellektuellen. Okay. Der ist leider nicht frei. Dann müssen wir hier wechseln von den da einsetzen. Außenministerium ist egal, nämlich den. So. Nehmen wir Plus. Jetzt ist nur doof, dass wir zu den Waffen mitmachen müssen. Das macht gar nicht so viel Unterschied, sehe ich gerade. Zieh ab. Luxusvilla modernisieren. Die habe ich doch eben erst dahin gebaut. Nee, das ist eine moderne Villa. Moment, dann bauen wir mal eine. Das ist eine Luxusvilla. Zack, müssen wir das erst freischalten. So, ja, das Baumenü. Wohngebäude. Ah, das wird dann die hier. Naja, wir müssen es ja modernisieren und können es nicht einfach neu bauen. Das haben wir. Ruf zu den Waffen läuft. Russland-Handelsroute war Im- oder Export. Russland importieren. Können wir mal machen. Ich würde hier aber gerne mal... Ey, wir machen das der Reihe nach. So, Russland importieren. Kaufen wir mal Käse. Danke. Das war gut mit Ihnen. Wir sind auf jeden Fall schon mal bei 26%. Da können wir nichts mehr verbessern. Wir müssen mehr für Sicherheit tun. Wie wäre es denn, wenn wir die hier mal upgraden? Dafür müssen wir die nur freischalten. Das sollten wir aber hinkriegen. Das müsste das geringste Problem sein. Hier Hydrokultur. Danke. Dann werden wir die mal upgraden. Zack. Und dann kann nämlich hier für die Religiösen noch eine... War richtig. Kommt hier noch eine Kathedrale hin, die dann auch die Beichte abnimmt, damit die Sicherheit steigt, weil die ja unser größtes Problem ist. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber ich benötige zu diesen Angeboten recht. So, das nehmen wir, das nehmen wir. Jetzt sind wir bei 41. Das braucht alles noch so seine Zeit. So, okay. Einmal nach. Sicherheit ist immer noch unser größtes Problem. Haben wir eventuell irgendwo ein Gebäude gebaut, was die Sicherheit so stark runtersetzt? Gucken wir, wo ist denn Sicherheit? Oh, da in der Ecke. Also an vielen kleineren Ecken. Wobei sie die Polizei ja nicht so mögen, ne? Wir könnten mal das Gebäude neu platzieren, damit die Leute nicht so weit laufen müssen. So. Das ist doch doof. Da. Dann gehen hier vielleicht so ein bisschen die Hütten weg. Andererseits könnten wir auch alle Hütten verbieten und müssten das auch geregelt kriegen. Wir könnten noch ein Einkaufszentrum bauen. Nee,
Können wir auch sein lassen. Okay, wie sieht es denn im Wasser aus? Nee, nicht gut. Ich würde dann das machen. Sie werden nie erraten, was nicht jede Nation ist mit Tropico befreundet, Press. In der Vergangenheit mal. Warte mal. Es finden Wahlen statt. Habe ich die nicht eben abgebrochen? Was ist das? Ich war mir sicher, dass ich die Wahlen nicht zugelassen habe. Weil ich weiß nicht, was das da jetzt ist. Ich bin der Broke. Wären Sie hier an irgendetwas interessiert? Ja, an der Image-Kampagne. Verschlechtert bei den Religiösen, das ist okay. Verschlechtert bei den Ökos ist es egal. Aber es verschlechtert ja nur, es bringt mir ja sonst nichts. Dann lassen wir das weg. Wie happy seid ihr? Nicht ganz so. Dann machen wir das mal so. So. Das haben wir nicht hingekriegt. Das haben wir auch nicht hingekriegt. Das auch nicht. Dann machen wir mal Verordnung. Eine diplomatische Superfeier. Dankeschön. Steuersenkung würde uns nochmal pushen. Wir könnten aktuell die Wahlen gewinnen. Schwarzgeld. Image-Kampagne. 51%, sehr gut. Ich bin noch sehr zuversichtlich, dass das alles funktioniert jetzt. Du kannst mal nichts mehr machen. Für die Wissenschaft gehört. Ja, das gibt's wieder nicht. Sie werden nie erraten, was passiert. Zentrum für Cyberoperationen, okay. Das haben wir doch auch irgendwo. Ja. Sie haben meinen Berechnungen zufolge mindestens 8 der 10 Kriterien verbessert, die ich auf diese Serviette gekritzelt hatte. Oh, warte mal. Behalten wir das vielleicht sogar? So, so. Wir halten das mal für den Moment. Für den Moment behalten wir es. Können wir hier noch irgendwas verbessern? Oh, das... Ich werde eine großartige Rede halten, ich weiß das. Die Sicherheit ist das größte Problem. Krass. Ich würde mal das Militär loben. Keine Supermacht beschuldigen und euch gar nichts versprechen. Die Rede wird gehalten. So. Mein geliebtes Heimatland. Mein verheerendes Volk. Mit Bedauern habe ich euch schuften sehen. Doch vertraut mir, El Presidente. Euer Kummer wird... So, dann wird das hier mal ein bisschen schneller gebaut. Besonders denen, die sich erwischen lassen. Wenn ich die Polizei bis an die Zähne bewaffne, muss niemand mehr Gesetzesbrecher fürchten. Und während wir aufblühen, stehen unsere Bemühungen unter dem Schutz der tapferen Armee, Tropicos. Unsere kämpfenden Männer und Frauen... Oh, wir sind aber echt gut aufgestellt mit 55% gerade. Soldaten auch nicht. Meine Versprechung mache ich voller Demut. Ich bin Tropico. Eine Stimme für El Presidente ist eine Stimme für mich. Gut, werden wir eh keine Milch hier haben. Bringt uns das auch alles nichts. Aber soweit passt doch alles, oder? Was bringst du eigentlich? Ach, dass wir nicht angegriffen werden, ja gut, dann. Können wir über die Probleme reden, Präsident? Es ist klar, dass... Offene Wahlen. Oh shit. Das könnte mich jetzt natürlich richtig dran kriegen.
dass ich so noch verliere. Wir machen das mal anders. Überzeugendes Gespräch. Schade, das hätte ich gerne noch gehabt. So. Dann kriegen wir die Punkte trotzdem. So. Und hier geht's ernsthaft aufs Ende zu. Es sind alle Waren da. Es ist wirklich nur noch die Zeit absitzen. Ich bin mir sicher, dass die Das ist zu eindeutig. Da muss ich sagen, es gab keine Situation, wo ich wirklich da war und gedacht habe, ob wir das noch hinkriegen. Haben wir, glaube ich, ganz gut durchgehalten alles. So, können die noch upgraden gleich. Aber ich will jetzt, wie gesagt, nicht zu vieles ändern. Wir haben immer noch die Möglichkeit der Steuersenkung. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Wahl ist vorüber und wir haben gewonnen. Die Wahl. Freie Ehe. Ja, würde ich sagen. Ah, die Relis finden das aber cooler. Deswegen machen wir mal traditionelle. Sie interessieren sich für die Zukunft. Diese Forschungslabor bauen. Warum so viele Feuer? Was ist denn jetzt auf einmal los hier? Und dass wir direkt nach den Wahlen keine Zustimmung mehr haben, ist ja auch kurios. Na gut. Mit 59% die Wahl gewonnen. Einverstanden. Wer weiß, was da jetzt wieder ausgelaufen ist. So, warte mal. Wo war das? Hier oben. Das sind sie aber auch schon am Bauen. Da muss ich mich also auch nicht stressen jetzt. Dann gibt es jetzt gleich wieder ein paar Pünktchen für uns. So. Werden wir jemals Plastik exportieren? Ich glaube fast nicht. Wir können aber mal gucken, ob ich jetzt die Baugenehmigung finde. Ich glaube wieder nicht. Kostenloses Wohnen bauen auf See. Meinen die das? Nee, es gibt doch eine. Ist egal, ich mache das jetzt einfach. Die war es nicht. Audienz, Vermögenssteuer. Ach da, wir müssen sie erst erforschen. So ein Ding ist das. Bildung fördern. Baugenehmigung. Hier ist es doch. Sicherheit sinkt weiter. Ja, wunderbar. Fertig? Ja. Fertig. So. Das können wir mal abbrechen. Das wird eh nichts mehr. Bekleidung wird... Nehmen wir mal an. Weil da ist es nur ein Gebäude, glaube ich. Und zwar... Die Modefirma. Wir haben ja eh schon Stoffe hier vorne. Dann können wir auch eine Modefirma daneben setzen. Gucken wir mal. Oh, das wäre natürlich... wie groß ist der Radius? Ja, super. Lohnt sich voll nicht. Doch, für die moderne Villa. Für die reicht's. Wir werden ein Büro bauen. Wo ist es denn schon wieder? Pharma GmbH auf gar keinen Fall. Ich finde schon wieder nicht. Ah, da. Als wenn ich das nicht finden würde.
Ist doch genau da, wo man es erwartet. Hier mal schneller bauen. Es ist ein Vergnügen mit ihm. Danke. So. Auch das ist durch. 32-33%, ja. Ich bin da immer noch zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Wir könnten mal, was ist das denn eigentlich? Die ewige Flamme kann abhängig vom Arbeitsmodus besuchende Bürger politisch beeinflussen und für permanenten Bonus von plus 5 ab. Was? Das ist natürlich gut. So. Das bringt Macht, wenn sie nicht genutzt wird. Das können wir annehmen, weil das habe ich sowieso irgendwie so ein bisschen vor. Dann erlassen wir die auch sofort. Moment, das war doch richtig. Hier. Erlassen. Passt. Neue Energy Drinks. Segen des modernen Lebens oder Einbahnstraße zur Diabetes. Kanal 1 Sponsor El Toro Rojo. Warum nicht beides? Sicherheit ist immer noch das größte Problem. Kaum Leute, die wir benötigen. Also alles soweit. Okay. Gut, unser Geld geht leicht runter. Das ist aber auch nicht tragisch. Und hier sind wir bei 1200. Wir könnten noch mal eine Audienz erlassen, war ich eh gerade drauf. So, erlassen. Als Steuermann der Industrie denke ich oft darüber nach. Oh, das ist doch doof. Sicherheitsüberwachung, ja gut. Verordnung Datenpolitik, das ist... Oh, das ist doch alles Kacke. Drei scheiß Aufgaben. Was hast du? Können wir vergessen, das machen wir nicht. Image. Angeboten recht schnelle Entscheidungen. Da ist auch noch was frei. Nehmen wir den da wieder. Sehr gut, sehr gut. Ja, sehr gut, sehr gut. Haben wir wieder gut gemacht. Wir produzieren gar keinen Tabak. Wir könnten es aber machen. Wenn wir das jetzt mal upgraden, pass auf. Das upgraden, dann bauen wir eine neue. Für Tabak. Dahin. Jetzt haben wir aber keinen Platz für die Zigarren, ne? Ah, egal. Wir müssen, glaube ich, gar nicht mehr großartig mit denen irgendwas machen. Solange wir die Wahlen so gewinnen, können wir eigentlich nur noch abwarten oder müssen wir nur noch abwarten. Und dann können wir ansonsten eine Steuererleichterung machen. Datenpolitik, das könnte mich halt alles wieder komplett kaputt machen jetzt. Wo ist sie denn überhaupt? Warte mal. National, Steuersenkung brauchen wir später. Dann muss das doch hier sein. Da, Datenpolitik. Alle Rebellen und Anführer haben eine Chance, ihre Rolle zu verlieren. Gorillas haben eine Chance, wieder in Gesellschaftstruppe zurückzukehren. Verschlechterung von den Konservativen. Ja gut, wir erlassen das jetzt einmal. War eigentlich völlig umsonst. Drachenfliegen machen wir. Ja, ich glaube auch, weil ich beides nicht herstelle. So. Drachenfliegen können wir machen. So. Schneller Bau. So. Ich wusste, dass sie das Richtige. Man weiß ja nie, ob das richtig ist, nur weil sie glaubt, dass es das Richtige ist. So, wir werden das Ding hier nicht holen. Ich glaube nämlich, dass wir das gleich jetzt beenden werden. So. Ja, bringen wir mal hier. Wir haben ja alles da. Nicht jede Nation ist mit Tropico befreundet. Was war, wenn wir einen Conventillo bauen würden, dann wären die Obdachlosen doch hier weg, oder? Ah, nicht ganz. Obwohl. Müsste die Sicherheit schon gesteigert haben.
Die haben halt auch einen langen Anfahrtsweg, ne? Das mit den Zigarren können wir knicken. Obwohl, komm, können wir das noch irgendwo hinbauen? Hier. Nee. Ich brauche das da. Ja doch, pass auf, wenn wir das so machen, das neu platzieren, nur ein wenig darüber, dann kann ich doch hier die Straße dran bauen. Wir können die Rettung des Planeten nicht garantieren, wenn die Menschen nicht... Nehmen wir an. Dann da einstellen, nochmal einen Drachenflieger dazu bauen. So, der passt dann doch bestimmt dahin. Ja. Machen wir hier fertig. Effizienz ist egal. Eingabe sinkt. Gebäude benötigt Strom. Ist das okay? Das können wir auch machen. 44%. Wir haben auf jeden Fall noch genug Möglichkeiten. Also Zigarren, das läuft. Das werde ich hier anders regeln. Das muss ich... Sie sind alle völlig legitim. So machen. So machen. So, mein liebes Schiff. Oh, die letzten 200. Es fehlt Strom. Das ist natürlich doof. Da kann ich doch eventuell... Ah, geht nicht. Wir lassen es so. Hört ihr die Kinder draußen schreien? Ich hoffe nicht. So. Ja. Wir werden das Schiff sofort releasen. Und dann geht's aufs Ende zu. Kommt. So, jetzt geht fertig und Schifftaufe. Das ist natürlich okay. Ja. Dann bauen wir noch schnell ein Krankenhaus. Da ist es. Dahin. Heiße deinen Zwilling auf See willkommen. Die Übermächtige, die einzig wahre Yachtlantis. Perfekt ausgestattet, um den Launen des Ozeans zu widerstehen. Diese Yacht. Ich habe das letztes Mal nicht nachgeguckt. Ich hätte das, glaube ich, beim zweiten Durchlauf geschafft. Verlangen nach Wahlen, Präsidente. Es hat den Anschein, als wollten sie entscheiden, wie sie regiert werden. Sicherheit, Fraktionen loben. Das sind die Konservativen am schlechtesten. Keiner ist schuld und ich verspreche euch gar nichts. Rede halten. Nächste Wahl gewinnen, damit gewinne ich das Spiel. Warum nochmal? Meine Zustimmung ist auf null? Was ist das denn für ein Bug? Nichts. Keine. Konservativen. Die. Okay. Und das ist... Zahlen Sie 10.000, um die aktuelle Wahl zu gewinnen. Okay. Ich habe das nur nicht angeklickt. What the fuck? Ich hätte das beim letzten Mal schon gewonnen. Ich habe es nicht gesehen. Shit. Ich hätte auf alles scheißen können. Oh. Egal. Dann haben wir es halt hier zugeschafft. Besonders denen, die sich erwischen lassen. Wenn ich die Polizei bis an die Zähne bewaffne, muss niemand. Sie haben meinen Berechnungen zufolge mindestens 8 der 10. Sie sind das. Dann ist das ja viel einfacher. Ich werde hier gar nichts mehr machen. Das ist, wenn man die Aufgaben nicht richtig durchliest. Das kann man verwerfen. So. Und dann mittlerer Osten. Auch das verwerfen wir. So. Und ich habe die ganze Zeit geguckt, dass wir die Wahlen gewinnen. Wir hätten das total die ganze Zeit auch scheiß auf alle, nur noch Kohle machen und durchziehen. Na toll. Na toll.
muss durch überlegene Feuerkraft verdienen. Dann müssen wir uns ja nie wieder stressen, was Wahlen angeht. Also, wir haben das Spiel dann in 12 Monaten gewonnen. Aber ich muss sagen, mir gefällt das soweit ganz gut, dass wir auf dem Wasser bauen können. Auch wenn ich ehrlich bin, so nützlich außer das Stromkraftwerk war das Ganze jetzt ja nicht. Ich habe ja eigentlich trotzdem mein alten Spielziel weitestgehend mit beibehalten. Aber, ja, dafür habe ich ganz schön viel dahin gebaut, sind wir mal ehrlich. Oh, Minen sind leer. Also, als Entwickler solltet ihr mal gucken, dass wir eine Möglichkeit finden, die wieder aufzufüllen. Das hatte ich nämlich auch schon mit meinen Goldbergwerken. Da waren die leer, als ich da 2 Stück drauf gebaut habe. Das wäre noch so fürs nächste DLC. Füllt die Minen wieder auf. Ja, wir haben es geschafft, würde ich sagen. Hat auf jeden Fall mal wieder Laune gemacht. War schön, das zu spielen. Nein, freie Wahlen. In 3 Monaten, die Zeit läuft. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Wünsche euch auf jeden Fall dann noch einen schönen Tag. Alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten DLC. Dann euer Joseko, denke ich. Was ist das hier? 2 Monate noch. Los, macht es. Man kann das übrigens dann schneller schaffen. Wenn man weiß, man braucht keine Wahlen. Wir haben's. Herzlichen Glückwunsch. Meine werten Tropikaner, euer Vertrauen und eure Loyalität ehrt mich. Ich bin hoch erfreut, eine weitere Amtszeit anzutreten und euer Präsident zu bleiben. Um euch meine Dankbarkeit zu zeigen, werde ich eine große Feier auf meiner schönen Yacht Lantis ausrichten. Natürlich wird es nur eine kleine Party mit sehr reichen, sehr intimen Freunden sein, sodass ich leider keinen von euch einladen kann. Aber ich verspreche euch, dass diese Party legendär werden wird und wir um eure Willen umso mehr feiern werden. Genießt also den Tag, liebe Tropikaner. Genießt das Wasser. Und vor allem Tropico. Und wenn ihr mich auf meiner Yacht vorbeifahren seht, lächelt. Ihr habt es geschafft, Präsidente. Der Sieg gehört uns. Ich meine Ihnen. Bis dann. Tschüss.